Moin moin und herzlich willkommen da draußen an alle Zuschauer zur letzten Episode unserer ersten Saison in der Werder Bremen Karriere im IFC 25. Es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt. Spieltag Nummer 30 beginnt im Weserstadion gegen Bochum. Der vorletzte Platz der Bundesliga, für die geht es um ganz, ganz viel. Denn die kämpfen momentan um den Abstieg. Besser gesagt, eigentlich kämpfen sie momentan um den Relegationsplatz. Und Platz 15 ist von den Punkten her auch noch erreichbar. Wir haben uns das ja mal angeschaut vor ein paar Episoden. Platz Nummer 14 ist schon ganz schön abgebrochen von Platz Nummer 15, was die Punkte angeht, da werden sie es wahrscheinlich nicht mehr hinschaffen. Aber die kämpfen da unten mit namhaftlichen Vereinen wie zum Beispiel Hansa Rostock und St. Pauli um den Abstieg. Und ich weiß gar nicht, ich glaube Augsburg ist da auch irgendwo unten mit drin. Heißt also, wie gesagt, für die geht es um ganz viel. Unsere Bedeutung des Spiels will ich aber gar nicht hier erniedrigen, weil unsere Bedeutung ist auch sehr, sehr hoch. Wir müssen hier Punkte holen, um gegen Hoffenheim und Leverkusen uns im Rennen um die europäischen Plätze durchsetzen zu können. Es sind ja nur noch vier Spieltage zu absolvieren. Das heißt, viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr. Und somit müssen wir jetzt alles hier reinhauen, um gegen Bochum auf jeden Fall 3 Punkte zu holen. Weil ich glaube, jeder erwartet hier eigentlich, dass wir auch 3 Punkte gegen einen Abstiegskandidaten holen. Und Justin Gemma schafft es nicht, nach 6 Minuten den Spielstand schon mal auf 1:0 zu köpfen. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Oh, wie ärgerlich, ey. Marvin Ducksch, Verletzung. Und ich sehe auch gerade, der hält sich da die Schulter fest. Das darf doch nicht wahr sein. Marvin Ducksch jetzt schon wieder verletzt. Im letzten Spiel hat er sich ja auch schon verletzt. Da hat er es zwar irgendwie rauslaufen können. Oder wir haben ihn zumindest ausgewechselt, glaube ich. Und dann konnte er sich irgendwie ausruhen und so. Aber jetzt so früh schon eine Verletzung eingefahren. Ah, will ich nicht unbedingt riskieren, dass es schlimmer wird. Vor allen Dingen die Schulter festgehalten und so. Das kann ein bisschen sehr Schlüsselbein oder so. Da willst du jetzt keine größere Verletzung haben. Ich versuch's mal, Justin Ginmar hier auf der Stürmerposition. Das können wir gerne mal ausprobieren. Und dann machen wir jetzt hier auf den Flügel ein bisschen was rein. Wir könnten sogar theoretisch mal richtig wild werden, weil ich habe gesehen, dass Rodriguez ein gutes Tempo eben besitzt und einen ganz guten Dribbling-Stat, dass wir ihn mal auf dem Flügel benutzen. Guck mal, der bekommt nur -1 auf dem Flügel und dass wir dann hier einen Fan-Favorite einsetzen, nämlich Isak. Ich weiß, ihr alle da draußen, ihr wollt Isak sehen, ich will ihn auch sehen. Der hat ja echt brilliert, als er gespielt hat. Rodriguez kann ich aber auf gar keinen Fall auswechseln. Ich will ihn mal auf den Flügeln ausprobieren. Wir können ja, ich denke mal, in so einem Spiel, gerade gegen so einen Gegner, was ausprobieren. Ist zwar ein bisschen mit Gefahr verbunden, gerade am Ende der Saison kannst du eigentlich nicht mehr so viel rumprobieren. Da musst du eigentlich mit der Taktik fahren, mit der du eigentlich ganz gut durch die Bundesliga durchgegangen bist. Aber warum nicht, ne? Probieren geht über studieren. Wir versuchen es mal mit Rodriguez da auf den Flügel. Kann nur schief gehen, ne? Sagt man noch so schön. Ja, Ducksch, sehr früh für dich das Aus eingefahren. Der hat sich ja relativ schnell hier verletzt. Ganz ärgerlich. Aber ich bin sehr gespannt, wie Ginma und Pizarro da vorne so gemeinsam agieren werden. Übrigens, wir agieren ganz schön gut. Also die Zuschauer und meine Wenigkeit, ihr da draußen. Weil in der letzten Episode, ich bin total überrascht, wie gut erstmal die Folge angekommen ist allgemein bei euch. Zumindest, ich habe sehr, sehr viele positive Stimmen gehört. Natürlich view-technisch und so, kommentartechnisch und so geht diese Episode ein bisschen in den Schatten rein. Ist halt eben, wie gesagt, so eine Blitz. Ja klar, weil wir bist du denn? Was hast denn du jetzt geraucht, ey? Meint er, von da ein Tor erzielen zu können? Nee, weil ich weiß, war ja so eine Express-Episode, die war sehr kurz, wir haben sehr wenig Content halt eben gehabt, aber es war sehr cool, wie gut das von euch aufgefasst worden ist und wie viele Leute bei mir auf dem Discord-Server draufgekommen sind. Und das hört nicht auf, also täglich, fast schon im Stundentakt kommen neue Leute auf den Discord-Server, wir haben uns dort unterhalten, wir sind da sehr aktiv und so, das heißt also, falls du da draußen auch noch nicht auf dem Server bist, du kannst die Chance nutzen, Link dazu ist in der Videobeschreibung, es sind viele dazugekommen und da bist du dann immer auf dem neuesten Stand, was meine Wenigkeit angeht. Jawohl. Mal gucken, ob die Synergie läuft. Pizarro ist unterwegs. Niemand, der Pizarro angreift. Und Pizarro schießt daneben, Leute. Das ist doch nicht wahr. Das kann nicht sein. Da ist es einfacher, einen Tausendfüßler zu melken, als Tore manchmal zu erzielen. Es ist wirklich manchmal echt nicht mehr in Worte zu fassen, wie viele Chancen wir... Ich meine, okay, der Ball, der war schwierig zu verarbeiten. Will ich gar nicht drüber diskutieren. Das ist nicht einfach, wenn er über den Rücken quasi, ne, von hinten über einen rüberfliegt, der Ball, und dass du den irgendwie per Volley dann kontrollieren musst oder halt aufs Tor bringen musst. Das ist nicht einfach, das will ich auch gar nicht abstreiten. Naja, aber trotzdem, also... ein bisschen, also zumindest aufs Tor bringen. Ich meine, der war doch in einer ganz guten Position insgesamt. Aber naja, kannst halt eben nicht alles haben, wie es aussieht. Oh, das sieht gut aus, wenn du durchläufst. Das sieht sehr schön aus. Isak wieder unterwegs und Riemann kommt da dran. Das ist sehr schön. Also Isak übernimmt gerne mal so einen Schattenstürmer. Ich glaube, so nennt man die Position eines solchen Spielers, der dann auch mal aus der zweiten Reihe quasi gefährlich durch die Abwehrreihe durchbrechen kann, zum Abschluss kommt. Das hat er ja schon mal gemacht. Hat für uns ja ein tolles Tor damit auch erzielen können und so. Der kam da ja durch die Abwehrkette da quasi durchgesprintet und so. Ja, hier ist er leider nicht so erfolgreich gewesen. Nein, bitte macht sie nicht erfolgreich. Stark, Zetterer. Legt ihn sogar um. RKO out of nowhere quasi, Alter, von Michael Zetterer. Starkes Ding. Mal gucken, was wir aus diesem Umschaltspiel jetzt machen können. Pizarro zum Beispiel machen kann. Er wartet ein bisschen auf Unterstützung, die nicht da... Er pfeift ab! Du Flasche!
der pfeift ab. Ich glaub's nicht. Oben wäre Schmied komplett frei gewesen. Ein steiler Pass nach oben. Das wäre die Offensivmöglichkeit für uns gewesen. Der Schiedsrichter so, ne, das Spiel wird unterbrochen, Leute. Das gibt's doch nicht. Also bisher ist das echt ein gewöhnungsbedürftiges Spiel. Ich muss sagen, wir sind auf jeden Fall mehr am Zug, ne, mehr Ballbesitz und so. Wir kommen aber nicht so ganz geil durch die Verteidigerlinie der Bochumer durch. Und die Bochumer haben auch so ein, zwei ihrer Chancen. Erwartest du eigentlich nicht, wenn wir so ein Team eben aufstellen können gegen den Vorletzten, der da um den Abstieg kämpft. Also es muss besser von uns werden. Und ich glaube, das machen wir jetzt hier gerade nicht wirklich besser, ehrlicherweise. Hofmann, Westergaard, schön. Leuchtturm wieder, stellt sich dazwischen. Starkes Ding. Und ja, Isak hier mit einem ekelhaften Fehlpass, Leute. Das könnt ihr nicht so machen. Pass nach vorne, Daschner wurde stark abgewehrt von Friedl. Auf ihn ist mal wieder Verlass. Und wie gesagt, wir machen es ja bisher immer extrem schnell. Jetzt, komm, lauf. Guter Laufweg. Nginma. Schnelligkeit, nutzt sie aus, der Gegner tritt daneben. Nginma, das muss es sein, da ist doch das 1:0. Endlich sind die Würfel gefallen und Justin ist wieder erfolgreich. Und ich habe das Gefühl, das ist unser Lieblingstorjubel, oder? Immer dieser, ja, wie soll ich sagen, was ist das für ein Zeichen eigentlich? Ihr wisst schon, den Jubel, den er da gerade gezeigt hat, das machen sie irgendwie alle. Und diese Tore sehen wir auch schon relativ häufig, wie wir aus dem Winkel mit dem Rechtsfuß angelaufen kommen, den schön angewinkelt reinschießen. Hier der Innenverteidiger mit einem groben, fahrlässigen Fehler, viel zu spät in den Zweikampf gestiegen. Und für Nginma, ja ganz ehrlich, wenn das ist halt jemand, der hat so viel Tempo, der rennt einfach durch. Endlich machen wir auch mal das, wofür wir eigentlich gut sind. Flügelspiel mit Köhn und Schmied wieder gemeinsam. Nur um dann wieder in die Mitte zu ziehen und Isak zu einer guten Position, zu einer guten Möglichkeit zum Schuss kommen zu lassen. Leider ist der nicht reingegangen und ich rede ein bisschen stotterhaft wie ein Scatman. So, Köhn ist irgendwie, ich weiß nicht, warum der nicht so fit ist, weil so viele Spielgänge habe ich gar nicht von ihm gesehen, aber wisst ihr was, dann kann er eben ganz kurz durchpusten auf der Bank, der Mann macht seine Sache ja auch mal ganz gut, überraschenderweise habe ich jetzt mal den Mann nicht spielen lassen, weil ich Weiser gerne sehen wollte auf der Rechtsverteidigerposition, der das, wie ich finde, ziemlich gut macht. Rodriguez, neben dem Anfangshype, was wir ihm gegeben haben, momentan irgendwie ein bisschen am Schwächeln, deswegen ich bringe Nginma wieder auf die Flügelposition, Rodriguez geht diesmal raus und dafür bringen wir Kicke Top wieder rein und ansonsten lassen wir erstmal die Partie so, weil ansonsten sind die restlichen eigentlich, ich bin ziemlich zufrieden, also Isak, der ist noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, der ist ein bisschen hastig da, das könnte bei ihm vielleicht ein bisschen besser sein, ne, seine Fehlpässe und so sind auffällig und so, aber der ist auch relativ jung, wir führen 1-0, er macht ja keine grob fahrlässigen Fehler, das ist alles noch in Ordnung, um ihn spielen zu lassen, um ihm auch so ein bisschen Spielzeit zu geben, damit ihr auch ein bisschen mehr von Isak sehen können. Ihr wollt ihn ja auch gerne sehen, genauso wie ich. Boah, Westergaard, ey, Grätschen-Experte ist er auch. Also ich finde das echt der Wahnsinn. Ich habe Westergaard überhaupt nicht als Stammspieler gekauft, aber es kommt manchmal, der Unverhofft kommt oft. Wobei, das habe ich mir ein bisschen gehofft, dass er gut spielt. Nee, das passt überhaupt nicht vom Sprichwort her. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir haben uns das nicht so eingeplant, aber wenn er halt eben so eintritt, wie zum Beispiel Kicke Top, boah, Junge, ey, die Verteidiger können jetzt so mal einen zweiten Geburtstag feiern. Wahnsinnstat gewesen an der Stelle. Guck mal hier, Friedl und Westergaard, da gibt's kein Durchkommen für die Gegner. Unfassbar stark sind die beiden. Wie gesagt, Westergaard überhaupt nicht verpflichtet als Stammkraft. Eigentlich jemand, der nur irgendwie auf der Bank halt warten sollte, im Training die jungen Spieler wie Malatini so ein bisschen anlernen sollte. Und jetzt ist er einfach eine absolute Stammkraft. Der ist so stark, auch die Grätsche zeigt jetzt nicht seine Stärke. Aber ihr habt ja schon oft von ihm gesehen, wie gut der ist. Und das ist einfach toll, auf so jemanden verlassen zu können. In der Verteidigung oben, Keke Top kriegt ein bisschen Platz. Obacht! Keke, wohin geht der Weg? Machen wir mal Flügelspiel, was wir eigentlich ja ganz gut können. Nginma läuft sich da warm, jawohl. Was machen wir jetzt? Wieder zurück. Wollen wir durch die Mitte gehen? Isak stellt sich da wieder bereit. Isak, gutes Dribbling. Isak! Abgewehrt. Gibt's einen Eckball? Nee, wird auch abgewehrt. Guck mal, wie frei die sind, die Bochumer. Wo sind die denn? Die haben keine Verteidigung mehr, die da unterwegs ist. Dafür umso besser Nginma, der auf dem Doppelpack steht, dass er vorm Tor kommt und den Doppelpack schön zuschnürt. Da ist Justin back. Egal ob Flügelspieler oder Stoßstürmer, beides kann er, als hätte er in seinem Leben nichts anderes gelernt. Geiles Ding, super Spiel von Justin Nginma. Schön, wie er in die Mitte zieht, gutes Dribbling, den Gegner komplett vernascht und dann guckt euch die Wucht des Schusses am Ende noch an. Der hat noch die Kraft, um den so rein zu orgeln. Schönes Ding. Ja, ich bin froh, so jemanden in den Reihen zu haben. Absolut immer ein Fan-Favorite. Den haben wir jetzt ja auch schon öfter in den ganzen Karrieremodis eben gesehen. Und ich feiere ihn jedes Mal genauso wie ihr. Der, auf den ist immer Verlass. Jetzt mache ich mal was ganz Lustiges. Und zwar wird Isak jetzt wieder ausgewechselt. Im Spiel ist eingewechselt, um jetzt wieder ausgewechselt zu werden. Das sieht man auch nicht alle Tage.
Tage. Aber ja, der ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, der schwankt ein bisschen von seiner Leistung her, macht mir ein bisschen zu viele Fehlpässe, der ist ein bisschen nervös. Ich habe jetzt Jan Stay an seine Position gebracht und ich habe noch einen Wechsel vollzogen, den ich jetzt gerade vergessen habe, leider. Ich glaube, das war Skelly, genau, Alvero, jawohl, für Linen reingebracht. Das ist so eine Fitnessfrage einfach gewesen, dass Skelly aber auch ein bisschen Spielzeit eben bekommt. Oh, Hofmann, aufgepasst. Vestergaard, ja, da ist halt einfach, also wenn Vestergaard sich nicht zu Boden legt und seine Grätschen sind auch ganz gut, aber wenn er halt auf dem Boden ist, wird es ein bisschen schwieriger für ihn hochzukommen wieder. Dann ist er einfach, da ist kein Durchkommen. Jetzt hier, aufgepasst, apropos Durchkommen, da ist Pizarro! Schon wieder kein Tor, der will nicht. Das ist ein Vorlagengeber par excellence, aber wenn es darum geht, dass er Tore schießen soll, macht er nichts. Der macht einfach keine Tore. So ein kleines Chancentod baut sich bei ihm auf. So, vielleicht kopfballtechnisch. Mal gucken, ob Vestergaard vielleicht Bock hat. Oder Skelly ist ja auch ein Leuchtturm, der da in der Mitte steht. Riesentyp, 2,2 Meter oder so. Da ist aber Vestergaard. Der kommt nicht ran. Oh, Stay wäre fast rangekommen. Da kommt aber Bochumer Fuß irgendwie dazwischen. Und guck mal, wir können jetzt ein bisschen Zeit hier holen. Oh, der ist sogar umgenietet hier von Friedel. Das gibt, glaube ich, gleich die verdiente gelbe Karte. Friedel in letzter Zeit auch sehr übermotiviert. Holt sich da viele gelbe Karten noch ab. Viele Kartons und so. Komm, Bamba, gerade erst eingewechselt. Die sind alle noch frisch jetzt gerade bei Bochum. Die haben gerade einen großen Wechsel hier vollzogen. Die wollen noch ein bisschen Ergebniskosmetik fördern. Oder vielleicht sogar noch die große Überraschung herbringen und das 2:2 schießen oder ähnliches. Komm, Pizarro, du kriegst direkt die nächste Chance. Hochgelegt von Top. Das muss es jetzt sein, Pizarro. Ja! Endlich belohnt er sich, der Junge. Ist das nicht schön oder was? Da hast du dein Tor, mein Lieber. Damien Pizarro trifft auch. Schöne Vorlage von Kike Top. Und wir sehen halt schon an der Verteidigerlinie hier von Bochum, also die spielen sehr offensiv. Natürlich, was sollen sie auch sonst machen, ne? Wenn sie höher verlieren, dann ist es halt eben so. Für die geht es gar nicht mehr um irgendeine Tordifferenz, sondern für einfach nur straight Punkte. Nur gegen uns holen sie nicht die Punkte. Schöner Abschluss hier gewesen von Pizarro. Wie sein, im Geiste zumindest, Vater, Claudio. Ja, der Geist von Pizarro steckt einfach an der Weser, muss man so sagen. 3:0, ist das nicht schön, Freunde? Nicht ganz das Spiel wie gegen Freiburg, aber das war auch eine absolute Ausnahme, das Spiel gegen Freiburg. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass wir da 6:0 am Ende gewonnen haben. Oh, guck mal, Stay. Okay, mit links jetzt, aber Kicke Top. Oh, Junge, ey. Ich dachte, der macht irgendwie erstmal einen direkten Volley. Aber nein, der wollte ihn auch unbedingt auf die Brust legen und so. Das wäre nochmal lustig geworden. So, aber nächster Eckball. Vielleicht jetzt, Yannick. Komm, nick den einen per Kopf. Schmied bringt die Flanke rein. Da ist er. Yannick Vestergaard fliegt. Riemann auch. Aber egal, jetzt fliegen wir auch vom Platz, Leute. 3:0, super solider Sieg. Und wie ich finde, auch eigentlich ein verdienter Sieg. Ich glaube, in der letzten Episode war das, oder in der vorletzten Episode, da hat mich jemand gefragt gehabt, kannst du uns mal den Code geben, der Taktik, die du spielst? Und ich will euch jetzt mal ganz kurz, ich habe 3 Taktiken aufgestellt. Und ihr seht oben immer jeweils den Code, den könnt ihr anscheinend benutzen, um die Taktik auch zu benutzen. Ich wüsste zwar nicht, warum ihr meine Taktiken benutzen wollt, weil ich kann mir vorstellen, das geht viel, viel besser. Also ich habe da jetzt auch nicht so wirklich viel Arbeit reingesteckt und so, ich habe auch nicht so viel Ahnung davon. Deswegen, also falls euch sogar vielleicht hier etwas auffällt in der Taktik, was ich hätte ändern sollen, dann schreibt es mir halt eben sehr gerne. Ich habe aber noch weitere. Ich habe hier zum Beispiel noch so eine etwas offensivere Aufstellung, wo es darum geht, dass wir richtige Flügelspieler eben benutzen. Da ist natürlich, also klar, obviously passt Romano Schmid nicht da hinten hin und dem Mann passt da vorne dann nicht. Also die beiden müssten einmal tauschen. Pizarro auch hier in der Mitte und so, stimmt alles nicht. Müsste man von den Spielern her ein bisschen halt eben durchwürfeln und so. Aber da habt ihr auch den Code und das, was wir ganz am Anfang immer gespielt hatten, mit nur einer einzigen Stürmerposition vorne. Also klar, das ist ja auch eine Stürmerposition vorne, aber wir spielen jetzt momentan eigentlich ziemlich gut hier mit einem Doppelsturm, muss ich sagen. Ich bin super zufrieden mit der Aufstellung. Ich weiß noch, es hieß auch von jemandem, ich soll nämlich, bevor ich irgendwie auf die Idee komme, Grill zu verkaufen oder sonstiges, soll ich mal, wo kann ich das nochmal nachschauen? Nee, das war sogar in der Mannschaft. Da soll ich nämlich den Grill mal zum Außenverteidiger machen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, also beziehungsweise zu einer Verteidigerposition bringen. Das fand ich super interessant. Weil ich überhaupt nicht damit rechnen würde, dass das funktionieren kann. Aber ich glaube, ihn muss ich als LV machen, weil LAV gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr in dem Spiel. Und ich überlege mir, warum eigentlich nicht? Der ist sowieso auf einem absteigenden Ast. Der wäre sowieso jemand, den wir verkaufen wollen. Nee, nicht verfügbar. Ich kann ihn nicht mal dahin. Guck mal, ich kann ihn nicht mal zum linken Verteidiger oder so machen. Weil das ist einfach nicht verfügbar. Das wird er in seiner Karriere gar nicht schaffen. Guck mal, wie viele? 672 Wochen. Ja, ist klar. Junge, da hat er schon Großenkel. Okay. Ja, geht leider nicht. Sollte ich mal ausprobieren, dass ich ihn da halt eben hinmache. Das ist aber leider nicht möglich. Wäre sonst vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Aber ja, er ist auf jeden Fall auf einem absteigenden Ast. Jemand, der überhaupt nicht überzeugt hat in der Mannschaft. Ganz am Anfang war er ziemlich gut. Aber dann habe ich ihn immer wieder eingesetzt. Und dann ist er halt ziemlich abgeflacht, muss man sagen. So, wir gehen gerade in Richtung nächstes Spiel. St. Pauli, Platz Nummer 15. Die haben es also gerade aus der Relegations-Staffel, nenne ich das jetzt einfach mal, rausgerettet.
Wir gucken uns aber trotzdem die Tabelle an, weil wir schreiben jetzt gerade den 31. Spieltag, der vor uns bevorsteht. Und wir sehen immer noch übrigens harter Kampf da oben um die Meisterschaft. Borussia Dortmund auf Platz Nummer 1 noch. Dahinter Bayern München, 4 Punkte dahinter. Also Bayern muss da ordentlich was aufholen. Das wird nicht einfach für die Bayern. Aber Dortmund, wie gesagt, für die wird es auch nicht einfach. Ich weiß nicht, wie deren Spielplan aussieht. Ich sehe jetzt gerade hier links an der Seite, die müssen gegen Hoffenheim, die auf Platz Nummer 9 sogar sind. Wir, by the way, auf Platz Nummer 7. Wir kämpfen immer noch gegen Leverkusen da um die Champions League Plätze. Wir können auch eben ganz kurz nachschauen, also Champions League, nee, Conference League ist das, Conference League Plätze. Wobei wir uns mal anschauen können, was eigentlich hier im DFB-Pokal momentan abgeht, weil da stecke ich ja gar nicht drin. Und wir sehen überraschenderweise, also erstmal Bayern München, kann man schon mit rechnen, aber Union Berlin im Finale des DFB-Pokals ist dann doch schon eine kleine Überraschung, muss man sagen. Wir warten hier, nee, das wollte ich mir nicht anschauen, ich würde eben ganz kurz mir das Halbfinale hier anschauen. Hier, Halbfinale, da sehen wir, oh nee, der HSV ist bis ins Halbfinale gekommen. Ah, da kriege ich aber wirklich, da kriege ich wirklich ein bisschen Entenhaut, ey. Das gefällt mir überhaupt nicht. Gladbach ist auf jeden Fall weit gekommen, aber zumindest gut, dass sie nicht im Finale an ihm stecken. Also wenn ihr mich fragt, das ist, glaube ich, ein Ding, das wird Bayern München auf jeden Fall nach Hause holen. Also wenn sie es nicht schaffen, die Bundesliga zu gewinnen, dann denke ich mal auf jeden Fall den DFB-Pokal. So Sachen wie Champions League und so können wir auch noch mal ganz kurz reinschauen. Das ist aber noch Halbfinale. Bayern München, alter Schwede. Die könnten trotzdem eine sehr krasse Saison hier spielen. Das heißt aber auch zum Beispiel, dass Dortmund echt eine geile Saison, zumindest in der Bundesliga, spielt. Die müssten ja eigentlich hier, oh, huch, nee, da wollte ich gar nicht reingehen. Die müssten ja eigentlich hier auch irgendwo, Stade Brest, Alter, im Halbfinale, was ist denn hier passiert? Nein, hör doch mal auf, jetzt immer ins andere, hier Viertelfinale, mein Gott, das ist ein bisschen nicht so intuitiv, wie ich es mir vorgestellt habe. Junge, Stade Brest gewinnt 2:3 Aggregate gegen Manchester City. Wahnsinn, was geht denn bei denen bitte? Aber wo ist denn hier? Leverkusen ist rausgeflogen gegen Lille. Aber auch krasse Spiele anscheinend. 4:5 sehen wir hier beispielsweise. Ja, und ich weiß gar nicht, haben die, nee, die haben Europa League gespielt, wa? Stuttgart gegen Stade Brest, ja, die anscheinend hier alles aufräumen. Nee, da ist Dortmund auf jeden Fall. Gegen Liverpool rausgeflogen. Gut, das kann auf jeden Fall mal passieren gegen eine Mannschaft wie Liverpool. Aber da gab es schon einige Überraschungen, muss man sagen. Wahnsinn, ey. Aber auch trotzdem schön, nee, das sind Playoff-Spiele sogar gewesen. Oha, Playoff-Spiele, gar nicht das Achtelfinale. Okay, krasses Ding. Europa League schauen wir auch eben ganz kurz rein. Wir holen uns mal eben ganz kurz so einen Überblick halt über die Spiele, um die anderen Simulationen auch nachzuverfolgen. Hier sehen wir sehr viel italienische Darstellung. Spurs, um England zu vertreten, mit dabei. Porto ist auch mit dabei, was cool ist. Wo sind denn die deutschen Mannschaften rausgeflogen, ist jetzt die Frage. Es überrascht mich jetzt gerade, hier auch noch keine deutsche Mannschaft zu sehen. Da oben sehen wir Frankfurt rausgeflogen gegen die Rangers. 2:5. Ist aber ganz schön derbe, muss man sagen. Gehst du eigentlich nicht davon aus. Und dann als nächstes sind die Rangers rausgeflogen gegen Spurs in einem Wahnsinnsspiel anscheinend. Alter, 3:7 insgesamt. Wow. Wow, wow, wow. Und was geht in der Conference League? Da sehen wir, Alter, was geht mit Griechenland? Junge, 2 griechische Vereine oder was? Panathinaikos und AEK Athen. Wow. Wo sind denn die Deutschen rausgeflogen? Harz sind weit gekommen. Die Deutschen sind nicht wirklich weit gekommen. FC St. Gallen, da habe ich ja immer noch, ja, jetzt wissen die OGs von meinem Kanal, mit Albert Bunyaku habe ich da auf jeden Fall noch so meine Verknüpfung halt eben drin. Wo sind denn die Deutschen hin, hallo? Wo ist denn Deutschlandvertretung? Hallo, haben sie es nicht über die Liga hinweg geschafft oder was? Das ist ja unglaublich. Da müsste ja Heidenheim drin stecken, ne? Die sind ja komplett untergegangen. Hallo, wo seid ihr? Ey! Boah, ey, 34. Platz. Zumindest über PEC Zwolle. Da habe ich ja die kleine Sympathie zu dem Verein wegen Danny Avdic. Ja, Legia Warschau hat es auch nicht geschafft, um meine polnischen Wurzeln zu vertreten. Ja, das ist auf jeden Fall der Wahnsinn. Krass auf jeden Fall, was hier abging. Und dann ziemlich krass zu den Panathinaikos. 15. Platz im Ligasystem gewesen. Und jetzt stecken sie einfach im Halbfinale. Stellt euch einfach mal vor. Wir gucken natürlich später hier nochmal rein. Aber stellt euch jetzt mal vor, es gibt ein griechisches Finale. Das wäre auf jeden Fall der Wahnsinn. Das wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, richtig krass. Ich fand es ja schon ziemlich geil, dass Olympiakos Pereiros da letztes Mal dabei war in der Conference League und so. Aber ey, Freunde, also das wäre natürlich echter Wahnsinn, muss man sagen. Also Griechenland ist hier stark vertreten. Grüße gehen raus an Theofanis Gekas. Lustigerweise gerade noch darüber gesprochen bei den Taktiken, dass ich eine Doppelspitze momentan spiele, weil das so effektiv bei uns ist. Jetzt spiele ich wieder die Formation, wo wir nur einen einzigen Stürmer vorne drin haben. Marvin Ducksch jetzt in dem Spiel natürlich. Das liegt aber daran, dass die Personalien uns gerade so ein bisschen fehlen. Also nicht alle sind so ganz fit. Das Lustige ist, eigentlich wollte ich auch vor diesem Spiel, also nach dem letzten Spiel, was wir da hatten, mir die Trainingspläne anschauen, weil ich habe ein bisschen was in der Mannschaft halt eben verändert. Also es war mir auch klar, dass die Erholung der Spieler einfach flöten geht. Aber ich habe es blitz-Alzheimer-mäßig einfach vergessen, mir die Trainingspläne anzuschauen. Deswegen sind meine Spieler nicht so ganz fit. Deswegen musste ich jetzt hier, wie gesagt, einige Spieler halt auswechseln.
Es ist jetzt aber auch nicht so viel extrem Unterschiedliches reingekommen. Ja, also ihr seht schon an der Mannschaft, zum Beispiel Stay ist wieder von Anfang an mit dabei. Wie gesagt, das ist halt die Aufstellung, die wir von damals noch so kennen. Westergaard ist leider nicht fit gewesen. Dafür kann sich jetzt Amos Pieper wieder beweisen, der ja auch tatsächlich echt mangelnde Leistungen hatte, als er gespielt hatte. Für viele Fehler gesorgt hatte leider und auch für Gegentore für uns gesorgt hat. Also in dem Spiel kann er sich jetzt revanchieren. Der ist auch ein bisschen auf dem absteigenden Ast und wurde auch schon von euch beschrieben, dass das ein Kandidat wäre, den wir vielleicht dann verkaufen müssten zur nächsten Saison. Übrigens, St. Pauli oben links, um das ganze Kommentatorenspiel hier abzurunden, ist die offensivschwächste Mannschaft der Bundesliga. Macht euch aber keine Sorgen, ihr lieben St. Paulier. Das waren wir sehr lange in der Saison, die offensivschwächste Mannschaft. Aber das ändern wir jetzt. Guck mal hier. Ja, ich habe ein bisschen die Lücke gesehen. Ich wollte mit Schmied einfach mal ausprobieren. Warum denn auch nicht? Rückraum. Jinma wartet da. Um in der Mitte jetzt zum Beispiel einen Rodriguez zu sehen, von dem man jetzt nicht mehr so viel gesehen hat. Aber jetzt geht sein Dribbling los. Das ist Rodriguez at its best. Guckt euch Rodriguez an, was macht der? Junge, wenn er das jetzt geschafft hätte, sage ich euch, hätte ich mir eine goldene Statue von ihm in meinen Garten reingehangen. Alter Schwede, war das geil. Junge, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Oh, Duxch, gutes Pressing. Oh, kann leider nicht davon profitieren. Aber was war das für eine Aktion von Rodriguez? Der ist wieder back. Ich sag's euch, der ist wieder da. Oh, hier, Schmied, guter Zweikampf. Jetzt auf Rodriguez, muss schnell gehen. Oh, ja, schnell gehen, Jinma. Wieder vielleicht zurück auf Rodriguez. Und wieder auf die Flanke, jawohl, jetzt ziehen wir in die Mitte rein. Das machen wir mit Romano Schmid und Rodriguez gemeinsam. Rodriguez, da stehen zu viele Gegner. Da ist eine Wand im Weg, aber egal, Jinma hat immer noch Bock. Flanke kommt rein auf Duxch, der setzt sich nicht durch, nimmt den Ball aber mit, um ihn auch voll gegen die Schienbeine zu knallen, ey. Mein Gott, ist das jetzt gerade hektisch. Da komme ich ja kaum hinterher bei meinen eigenen Worten. Duxch jetzt per Flanke, da geht er rein und da sehen wir jetzt Friedel fliegen. Und vielleicht ein Stay fliegen, aber nicht ganz. Voll kommt rausgesprintet, nimmt die Pille so mit, als wäre es nix. Die wollen es jetzt schnell machen, oder was? Die haben ja gar nicht die Offensivoption dafür, da ist gar keiner von denen. Oh, aber na gut, wenn er halt eben selber durchrennt, dann braucht er keine Offensivoption. Wenn er es selbst macht, jawohl, das sieht gut aus von Eggestein, der alte Bremer. Oh, Gott sei Dank, Fehlpass auf die Beine von Friedel. Oh, der Rodriguez, der führt richtig die Gegner vor. Guck mal hier. Oh, Grätsche. Gewinnt trotzdem den Ball. Der lässt nicht locker. Also wenn er einmal wirklich on Tour ist, wenn der heiß gelaufen ist, dann bringt ihn nichts mehr aus der Ruhe. Oh, dem Mann aus dem... Alter, die tanzen den Ball hier fast selbst Samba-mäßig ins Tor. Ja, das hätte nochmal richtig in die andere Richtung gehen können für St. Pauli. Gibt's eine Wiederholung dafür? Nee, gibt's nicht. Leider nicht. Ey, das habe ich mir gerne angeschaut. Ich glaube, der Torhüter hat ihm wahrscheinlich den Nacken kaputt geschlagen nach so einer Aktion. So, Duxch, jetzt pass mal auf. Nacken kaputt schlagen ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nacken brauchen wir jetzt, Pieper! Scheiß, die Wand an. Da war viel Wucht hinter, aber viel zu mittig. Komm, wir machen so viele Eckbälle, bis es klingelt im Kasten. Das kennen wir schon, das Spielchen. Nächste Möglichkeit. Täglich grüßt das Murmeltier. Dann machen wir, Irvine wird das Ganze hier ab. Köhn kämpft. Alter, Köhn. Ich habe Zweikampf gedrückt. Köhn denkt sich so, ich mache einen Volley-Trainer. Jawohl, das sieht gut aus für unseren Carlos. Wohin geht's? Wartet auf Unterstützung oder was? Ja, gut, machen wir es halt auf den Flanken. Warum denn auch nicht? Romano Schmid macht es ja bisher eigentlich auch immer ganz gut. Komm, Romano Schmid, inverser Flügelspieler. Romano Schmid! Jesus, nee, ist eine Wucht hinter manchmal hinter den Schützen der Spieler. Wir kriegen die Pille nur gerade nicht rein. Ich erlebe hier gerade so ein bisschen den Start der Saison. Enden wir jetzt gerade auch mit dem Ende der Saison genau gleich, dass wir Probleme beim Abschluss haben. Das darf nicht wahr sein. Latte! Mann, ey! Das ist doch... Das ist nicht wahr. Jetzt auch noch die Latte, die jetzt St. Pauli rettet. Na, St. Pauli traut sich jetzt auch was zu. Warum ist Eggestein so frei? Wieso? Gott sei Dank. Pieper macht gerade den Westermann. Westermann? Wie komme ich jetzt auf Heiko Westermann, hä? Ich meine Westergaard. Was für Westermann. Indem er da einfach den Leuchtturm spielt. Alter, Romano Schmid, wie schnell bist du denn bitte? Was macht Romano Schmid denn hier? Romano! Oh, fast reingekurlt und Pieper steht nicht. Ja, Pieper, was habe ich denn jetzt gerade mit dem Namen? Junge, Duxch, nicht Pieper. Ich weiß nicht, was gerade mit mir los ist. Also wir sind auf jeden Fall... Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Das brauche ich euch gar nicht erzählen eigentlich. Aber wir sind auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Nur es fehlt halt so wieder mal das letzte Quäntchen. Ja, das, was wir aus, wie gesagt, Anfängen der Saison irgendwie so gewohnt sind, fehlt uns jetzt schon wieder. Komm, Jin, mach. Machen wir es durch die Mitte oder was? Ganz unten, Schmied. Das ist fast ganz unten, aber nicht ganz. Boah, was ein geiler Pass von Rodriguez. Sieht oben Jinma durchsprinten. Wer denn auch sonst auf den Flügeln? Da ist Marvin Duxch, zieht jetzt in die Mitte, schießt und macht das Ding rein. Das verdiente 1:0. Endlich klingelt es, Leute.
Gott sei Dank. Und Vorlagengeber ist wieder ein Jinma, der zum Ende der jetzigen Saison echt richtig auf Overdrive schaltet. Gefällt mir, wie der jetzt hier entweder die Tore für uns erzielt oder halt eben vorlegt. Und das Spiel möchte gerne, dass ich irgendwas durchwechsle. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch, guckt euch mal die Mannschaft an. Ich bin mit jedem zufrieden, ganz ehrlich. Ich mache hier überhaupt nichts. Das Spiel versucht mich hier zu überreden und so. Aber nein, ich mache mein Ding. Okay, Rodriguez wieder in einer vielversprechenden Position. Ich glaube, wir müssen wieder auf den Flügeln durchgehen, weil in der Mitte gibt es wieder mal keinen Durchkommen. Marvin Ducksch per Kopfball. Jetzt ist er. Das ist es. Stahlkopf Marvin Ducksch. Endlich trifft er per Kopf. Das ist doch nicht wahr. Das müssen wir eigentlich zelebrieren. Tragt euch das im Kalender ein. Er kann Kopfbälle. Er traut es sich und schafft es sogar. Unglaublich. Wie oft? Wir müssen Statistik führen. Wie oft habe ich schon versucht, eigentlich das auf sein Köpfchen zu bringen und dass er das hinkriegt? Das hat fast nie funktioniert, weil er nicht mal springen wollte. Und jetzt... jetzt macht das endlich. Ducksch fliegt durch die Luft, setzt sich durch und guck mal, wie präzise, wie schön auch dieser Kopfball war. Und somit hat Marvin Ducksch schon wieder für uns einen Doppelpack erzielt. Wieder auch eine Vorlage von Jinma, aber gerade die Leistung von... was geht bei Rodriguez, Leute? Vielleicht Hattrick. Oh, Ducksch! Hattrick Ducksch! Das ist unglaublich! Nach ein paar Minuten macht er hier einen Hattrick gegen St. Pauli. Der möchte uns damit komplett stumm legen. Was für ein neuer Stürmer. Wo sind seine Hater? Das will er uns damit sagen. Und er macht ja die Tore für uns. Geiler Laufweg, dass er überhaupt schnell genug ist, sich da durchzusetzen. Aber auch von Rodriguez, wie krass war mit denen das Pressing von ihm. Und dann auch die Übersicht zu haben. Und schon wieder, ich glaube, dreimal hat er jetzt in diese Ecke reingeschossen, kann das sein? Und obwohl der Keeper sonst immer so gut war jetzt am Anfang des Spiels, drei Tore so schnell auch noch. Und das sah jetzt nicht perfekt aus, muss man sagen. Wobei es auch ziemlich krass war von Ducksch eigentlich, muss man an der Stelle auch sagen. Ich glaube, jetzt können wir Wechsel forcieren. Zur 74. Minute, würde ich sagen, können wir jetzt mal ein paar andere Jungs reinbringen. Zum Beispiel auch jüngere Spieler. Malatini, da freut ihr euch doch bestimmt, wenn er wieder eingesetzt wird. Ich will Corbani auch wieder sehen. Ach komm, wir machen jetzt mal eine richtige Wechselriege hier, ja? Ich bin mir sicher, Hansen zum Beispiel hat sich bestimmt auch mal wieder was erkämpft, dass er spielt. Ich weiß jetzt nicht, ein Jinma macht ein besseres Spiel als Romano Schmid, deswegen einfach mal für Romano Schmid jetzt hier mit drin. Wechsel aber trotzdem auf die prädestinierte Seite von Hansen. Und ich glaube, Urbanski kriegt jetzt auch noch eine Chance. Auch wenn Rodriguez, ich habe es jetzt bei den Jinma nicht gemacht, aber ich will Urbanski wiedersehen. Jemand, der ein auffälliger Mann für die Zukunft ist, oder wie hieß das nochmal bei FIFA, also ein Spieler mit sehr viel Talent, den will ich auch gerne auf dem Platz halt eben sehen, ihm seine Spielzeit geben. Vier Wechsel gleichzeitig, das ist sehr selten, muss man sagen. Aber super, super wichtig von uns mal wieder drei Punkte hier abgesnackt zu haben. Das war sowieso vom Spielplan her, spielt uns das echt enorm in die Karten natürlich, dass wir hier einfach gegen zwei Abstieg... Alter, guck mal, St. Pauli, die machen wir wirklich richtig kalt hier gerade, ne? Das ist gar nicht so einfach. Also, Gila Wugi bei St. Pauli? Ist der im Real Life da auch? Wusste ich gar nicht. Wir machen die gerade wirklich... guck mal hier! Die kriegen gar keine Chance. Das ist richtig frech eigentlich schon, ey. Die armen St. Pauli Spieler. Guck mal hier! Wir führen die richtig vor auf der Nase rum hier. Stay. Let's go. Stay mit einem Solo. Jens, stay. Schade. Jetzt ist voll mal wieder da. Was ich gerade sagen wollte ist, wir haben natürlich vom Spielplan noch so ein bisschen Glück bekommen, dass wir eben gegen Abstiegskandidaten spielen. Aber wir gehen Richtung Ende der Saison. Wisst ihr ja alle mittlerweile. Und, Alter, guckt euch mal an, was... und wir müssen gegen die Konkurrenz uns durchsetzen, damit wir in die Conference League halt eben kommen. Ja, und ich sage euch ganz ehrlich, gegen solche Gegner hast du natürlich dann besser, als wenn du dann irgendwie gegen Dortmund spielen musst. Komm, Ducksch, wer möchte? Stay ist das? Stay per Kopf? Nee, nicht ganz. Jetzt kommt jemand angesprintet. Wer ist denn das? Ja, nee, das ist, glaube ich, Corbani sogar gewesen. Ach, egal, Urbanski ist dran. Urbanski, da stellt sich jemand ran. Kämpf, Urbanski, komm! Das gibt's nicht. Was ist das für ein Spiel? Wir können machen, was wir wollen. Dass Urbanski wirklich noch zum Volley da gekommen ist. Dass der Keeper da dran gekommen ist. Nee, ist er gar nicht. Das sah so aus, wäre er dran gekommen. Never mind. Voll knapp daneben. Aber das macht einfach nur Spaß. Das ist gerade ein Trainingsspiel, muss ich euch sagen. Um gar nicht irgendwie groß die Leistung von St. Pauli hier schlecht zu reden. Aber ihr seht ja schon, guck mal, wie die spielen. Also, wir setzen die so hardcore unter Druck. Selbst wenn sie... wir führen 3-0, Leute. Wir können unsere Kräfte absolut schonen. Aber wozu entscheiden wir uns, trotzdem die Defensivlinie von St. Pauli nach einem Abstoß so zu bedrängen? Guckt euch das mal an. Das ist, als würden wir 3-0 hinten liegen. Guck mal, die müssen den einfach nach vorne orgeln, den Ball. Weil sie sich einfach sonst nicht wirklich behilflich sein können. Ey, ein bisschen krass, muss ich sagen. Nee, Dribbling geht daneben, Jinma. Leider nicht. Ey, aber krass. Alle Spieler hier. Wir gucken uns mal die Spielerleistung. Nee, das machen wir am Ende des Spiels, würde ich sagen. Bei mir fällt nicht mal ein Spieler ein, der sonderlich schlecht gespielt hat, ehrlicherweise. Ich habe das Gefühl, alle waren hier eigentlich auf Top-Niveau unterwegs. Es gibt vielleicht ein paar unauffälligere Spieler, zum Beispiel die Verteidiger, die hatten ja nicht so viel zu tun gehabt, muss man sagen. Auch wenn Pieper, wie ich finde, das gut gemacht hat, hat ja auch eine Situation gehabt, wo er wie Vestergaard dort sich wie ein Leuchtturm da vorgestellt hat, hat das ja wirklich stark gemacht. Guck mal hier, wie wir bedrängen das. Junge, das ist so krass. Die kriegen keine Luft, ey.
Irvine von St. Pauli, wie ich finde, gerade der beste Spieler. Auf jeden Fall. Jetzt versuchen sie es. Jetzt wagen sie es mit Wagner. Guck mal, Ritzka. Hier. Nicht mit Corbani. Alter, der hält sogar die Pille im Spiel. Wahnsinn. Da seht ihr mal, wie viel Energie und Engagement in jedem einzelnen Spieler drin steckt. Und das ist obviously der beste Spieler auf dem Platz heute gewesen. 3 Tore, Hattrick, Marvin Ducksch. Ist das nicht geil? Und er legt uns wirklich still. Also ich muss in jeder Folge quasi schon die Frage stellen, wollen wir Marvin Ducksch halt eben behalten? Und er macht es uns nicht einfach. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich war drauf und dran, habe ich euch ja erzählt, ihn auch zu verkaufen, weil er relativ alt ist und uns noch Geld eben bringen kann. Aber mit so einer Leistung, dann schreibt er so ein bisschen so eine Lewandowski-Geschichte, jetzt im übertragenen Sinne. Ein bisschen übertrieben, jetzt vielleicht ihn Lewandowski zu nennen, aber ich sag mal, so im übertragenen Sinne ist es ja quasi dasselbe. Das ist jemand, der relativ alt ist, aber trotzdem noch seine Tore macht. Huch, ich wollte nicht bei St. Pauli rein. Aber seine Tore halt eben noch macht und uns stilllegen möchte. So nach dem Motto, ist Marvin Ducksch vielleicht schon zu alt? Nee, absolut nicht. Der dreht jetzt erst auf, muss man sagen. Und auch die anderen Spieler hier. Rodriguez auch mit einer 10,0. Absolut verdient. Dribbling ist von ihm wirklich Choküzel im Spiel gewesen. Sogar eine Vorlage geliefert und so. Was hat eigentlich Jimmer nur eine 7,9, obwohl er 2 Vorlagen geliefert hat und da alles gerissen hat, ist ein bisschen überraschend. Laut dem Spiel, die schlechtesten Spieler, die von Anfang an gespielt haben, waren wohl Olivier Demann, aber guck mal, mit einer 6,7 und nee, sonst gab es keinen. Die anderen, also die wurden natürlich gerade erst eingewechselt, die hatten nicht so viel Showtime eben bekommen, aber guckt euch das mal an, ne? Der schlechteste Spieler ist Olivier Demann mit einer 6,7 und das liegt eigentlich daran, dass er halt kaum am Ball war. Diese E-Mail, muss ich sagen, bringt mich auf gute Gedanken, weil jetzt habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht Köhn doch noch verpflichten können. Wir kriegen nämlich jetzt gerade vom Geschäftsführer eine E-Mail, in der es halt eben heißt, Leihe von Köhn endet demnächst. Wir möchten ihm mitteilen, dass die Leihe von Derrick Köhn in Kürze enden wird, wenn sie nicht mit ihm über einen dauerhaften Wechsel einigen, kehrt er zu seinem Stammverein zurück. Derrick Köhn hat während seiner Leihe sehr gute Leistung gebracht, das finde ich auch, und die wollen auch, dass wir halt eben über einen Wechsel nachdenken. Und ganz ehrlich, das will ich auch. Das können wir nicht. Das ist ja ein übelster Scam. Ich wollte nämlich gerade sagen, irgendein Zuschauer gab es da auch, auf den ich so ein bisschen auch jetzt Hoffnung hatte, dass der sagte, glaube ich, dass auch irgendwann so eine E-Mail kommt, wo wir dann tatsächlich ihn halt holen könnten. Und was soll ich sagen? Nein, leider immer noch nicht. Das ist doch wirklich nicht wahr. Das finde ich total frech. Vor allen Dingen, wenn sogar der Vorstand eine E-Mail rauspumpt, in der es halt heißt, sie sollten überlegen, ihn zu holen und so weiter. Ja, dann gib mir doch die Möglichkeit, ihn zu holen. Da schrieb mir natürlich auch noch einer, ich soll dann quasi kurz vor Ende der Saison soll ich seine Leihe beenden und ihn dann halt verpflichten und so. Ja, ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd. Dann wird er auf jeden Fall für vollen Preis, denke ich mal, zu verkaufen nur sein. Und ich finde es schade, dass man nicht hier einfach sagen kann, komm, ich will dich kaufen und so. Das ist doch blöd, selbst wenn sie sogar, die schreiben ja sogar eine E-Mail und trotzdem kann ich den nicht verpflichten. Das ist doch echt unglaublich schon wieder. Und ich habe echt geile News für euch, aber da gehen wir gleich rein. Ich würde euch jetzt ein bisschen blueballen, weil wir schauen uns erstmal den Kalender an. Es gibt noch 3 Spiele zu spielen, bevor wir die Saison beenden. Das nächste Spiel ist gegen den ersten FC Union Berlin, danach geht's in Leipzig, glaube ich. Wobei, das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall gegen Leipzig müssen wir ran. Und das letzte Spiel ist gegen Heidenheim. Danach folgt kein weiteres Spiel der Bundesliga mehr, dann sind wir durch mit der ersten Saison. Und jetzt will ich eben ganz kurz mit euch über das sprechen, wo ich euch jetzt gerade geblueballt habe, und zwar über etwas Gutes. Zunächst einmal Akademie, erstmal wieder über etwas Schlechtes leider, und zwar Jugendturnier. Das erste Spiel habe ich verloren im Jugendturnier über die laufende Saison. Ich habe gegen RB Leipzig dann auch noch verloren, 2:1. Die haben in den letzten 10 Minuten, oder sind das, ja doch, 10 Sekunden, Entschuldigung. In den letzten 10 Sekunden haben sie dann noch echt ein krasses Tor eben erzielt gehabt. So richtig reingeschlänzt, perfekt in den Knick reingehauen und haben mich dann mit 2:1 dann eben besiegt, leider. Man muss aber auch sagen an der Stelle, ich habe das erste Spiel ohne Sommer gespielt. Also ob das nicht ein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Aber guckt euch mal bitte unsere Jugendmannschaft an. Also da sind echt richtige Koryphäen mit dabei, auf die ich mich extrem halt eben freue. Und die ordentlich Bums drauf haben. Also ganz ehrlich, ich glaube unsere Jugend, die ist auf jeden Fall gesichert. Aber jetzt zu den guten News. Und zwar Transfers. Wir haben ein Transferangebot für Krüll. Mensch, der ist doch eh auf dem absteigenden Ast. Und ihr seht schon, der wird nämlich auch schon von, wo haben wir es hier? Von 2 sogar Teams, wusste ich gar nicht. RB Leipzig klingelt und Bergamo Calcio klingelt. Beide Teams wollen unseren Krüll haben, der wie gesagt ja auf jeden Fall von uns verkauft werden möchte. Und ich sage euch ganz ehrlich, da gehen wir auf jeden Fall rein. Wir gehen mal in die Verhandlung rein, die bieten uns das meiste Geld, von daher wird es wahrscheinlich einfacher sein, die zu überzeugen, mehr Geld für ihn auszugeben. Guck mal, der hat einen Marktwert von 8 Millionen Euro, die gehen jetzt schon auf 9,7 Millionen Euro und wir dürfen nicht vergessen, wir können jetzt auch nicht so viel Geld daraus reizen, weil der Spieler ist unzufrieden bei uns, selbstverständlich. Der ist ja nicht mal auf der Bank, der sitzt auf der Reserve. Wie unzufrieden willst du als Spieler bitte sein? Deswegen Transfersumme vorschlagen. Ich will nicht übertreiben, aber wenn sie sagen, nicht 1 Million Euro, wenn sie sagen, nicht 15 Millionen, mein Gott, hier, 10,5 Millionen Euro ist das, glaube ich, machbar. 76 Stärke ist schon sowieso sehr krass, dass er so einen Marktwert halt eben hat, ehrlicherweise, muss ich sagen. Und dann sehen wir, die nehmen es direkt an.
10,5 Millionen Euro. Bergamo Calcio sagt, ja, da würde ich sagen, Leipzig, wenn ihr den Spieler unbedingt haben wollt, müsst ihr auf jeden Fall nachziehen, mindestens hier auf 10,5 Millionen Euro. Dann biete ich das da halt eben auch. Wahrscheinlich, wie gesagt, ich bin mir dessen bewusst, wahrscheinlich könnte ich noch mehr Geld mit ihm machen, theoretisch, aber man muss auch realistisch bleiben. Die nehmen es auch an, guck mal, wie geil. Also die racen jetzt, die werden jetzt beide in die Gespräche reingehen mit Gröll und mal gucken, wer Gröll am besten überzeugen kann. Entweder Leipzig oder Bergamo Calcio. Nee, aber wie gesagt, mir ist bewusst, dass ich wahrscheinlich noch hätte mehr bekommen können. Ich glaube, der Vorstand sagte auch so, 11 Millionen Euro sind realistisch. Aber man muss auch realistisch einfach bleiben. Der will gehen, der ist unzufrieden bei uns in der Mannschaft. Wir sind unzufrieden mit ihm, deswegen wollen wir ihn ja auch gehen lassen. Und deswegen sind wir auch bereit, weniger Geld zu bekommen. Genau, weil dann haben wir halt eben einen Unruhepol bei uns in der Mannschaft ausgemerzt. Und gegen Union Berlin bin ich jetzt mal ein bisschen sehr gewagt unterwegs. Nicht mit der Aufstellung, nicht mit der Mannschaft. Die ist soweit, wie ich finde, sogar ziemlich gut. Ich will hier gar keine Änderungen irgendwie tätigen. Zumindest würde mir jetzt hier nicht jemand auffallen, den ich gerne rausnehmen wollen würde. Es gibt aber auch keine, den ich irgendwie reinnehmen wollen würde. Sehr cool übrigens zu sehen, dass Isak nochmal um eine Stärke hochgegangen ist. Aber es geht einigen Spielern so, dass die ein bisschen stärker geworden sind. Zum Beispiel Spielers ist hochgegangen, Corbani ist hochgegangen und so. Das ist alles soweit so schön und gut. Aber ich glaube, die Mannschaft ist ganz okay. Was ich machen werde ist, ich werde Höhepunkte wieder spielen. Ich weiß, Leute, ich sagte, ich werde diese Hölle nicht mehr anfassen und so, weil sie mich nur enttäuscht und das tut's auch. Aber das ist so ein bisschen Stockholm-Syndrom, wisst ihr? Das tut mir überhaupt nicht gut, das zu benutzen, einzusetzen, zu spielen und so, weil es jedes Mal wehtut. Aber ich kann nicht weg. Irgendwie finde ich es auch geil. Sadomaso nennt man das auch. Westergaard hat gerade den Anstoß ausgeführt. Habe ich das richtig gesehen? Was habt ihr denn geraucht? Ach nö, Konter durch Union Berlin. Es geht schon top los, ey. Kriegst du richtig Lust auf die Playable Highlights? Nämlich gar nicht. Aber gut, wir sind ja eigentlich ganz gut aufgestellt von der Verteidigung her hier hinten. Ach, siehst du, guck mal, haben wir jetzt schon den Ball. Können wir jetzt einen Konter machen? Nee, Ball wurde verloren, okay. Schade, manchmal kann man ja selbst einen Konter machen. Natürlich! Gibt nur Gelegenheiten für Union Berlin. Die sind übrigens ein Platz über uns, auf Platz Nummer 5. Also klar, man kann jetzt auch hier sagen, schaffen sie es überhaupt? Digga! Was ist das für ein Playable Highlight? Angriff von Union Berlin. Alter, wenn das auf meiner Seite passiert wäre, ich sag's euch, ich hätte meinen Controller gefressen. Das ist ja unglaublich. Ich muss aufpassen, sowas zu sagen, ansonsten muss ich wieder ein Video machen, wie ich einen Tisch reinbeiße oder in dem Fall wieder wie einen Controller reinbeiße und so. Das muss nicht unbedingt sein, den Controller brauche ich noch und der ist eh schon ein bisschen kaputt. Dann mache ich den wahrscheinlich noch ganz kaputt. Ach Gott, ey, die Playable Highlights, wie gesagt, das ist eigentlich nie gut gewesen. Also vom Prinzip her finde ich die echt immer noch super geil, ehrlicherweise. Aber die sind, ich weiß nicht, ganz, ganz komisch, weil ich finde das sehr blöd, wie die durchgesetzt werden. Wie viele Chancen kriegt Union Berlin? Klar, die sind einen Platz über uns und so, okay. Aber so scheiße sind wir doch nicht. Wir kommen mit einer perfekten Moral eigentlich in die Spiele rein. 2x3:0 eben gewonnen. Hattrick bei Duxch und so. Kann doch nicht sein, dass die da vorne nichts mehr machen. Doch nö, der drückt uns einfach weg, etc. Jetzt mit dem Westergaard. Jawohl, starkes Ding. Westergaard ist wieder berg, den brauchten wir. Oh, Gelegenheit zur Flanke für uns. Nein, eine Angriffssituation. Ich werd welk. Wir dürfen. Komm. Auf geht's, dem Mann. Oder kommt jemand? Oh, scheiße. Chance vorbei, jetzt kein Spiel. Doch, hier, 69. Minute, das ist ein Zeichen. Angriff für Werder Bremen. Wir sind frei. Das Kicke top, glaube ich. Oh nein, Kicke top. Oh Gott, Kicke top. Kicke bitte. Scheiße, warum ist auch Kicke top da? Und nicht Pizarro, warum wurde er ausgewechselt? Was? Standard? Oh Gott, Gott sei Dank, Eckball für uns. Ich hatte jetzt gerade Angst gehabt, dass wir irgendwie jetzt gerade Elfmeter wieder abwehren müssen. Aber Kicke top, du bist nicht derjenige, der das ausführen sollte. Nimm's mir nicht krumm. Köhn, warum nicht? Linksfuß ist ganz okay. Mal gucken, ob Köhn das kann. Bring den mal richtig geil jetzt reingeschnitten rein. Ist Westergaard noch im Spiel? Ich weiß nicht. Das wäre jetzt gut, wenn Westergaard noch da ist, weil wir brauchen jetzt so einen Westergaard. Okay, oder Kicke top. Nee, der braucht doch gar nicht bei Kicke top bei dem Ding gehen. Der ist zwar groß und so, aber wenn du Westergaard da hast, jetzt. Köhn! Uiuh! Junge, kam der gesaus. Wieder ein Angriff von uns. 82. Minute. Wir machen es jetzt. Ich konzentriere mich. Ich werde jetzt kein Wort verlieren. Wir gehen jetzt voll rein, Leute. Vollste Konzentration jetzt hier in diesem Angriff. Rodriguez. Auf den Mann. Ja, wohin denn? Wohin denn? Wo ist Duxch eigentlich? Schmied? Kicke top ist in der Mitte, hebt die Hand hoch. Da ist ein Schimmer, nicht top, aber der kommt da. Nein! Mann! Spielen wir noch? Nein, wehe! Hört auf, 84. Minute Freistoß. Bitte mach jetzt nicht so einen Quatsch. Wehe! Mach eine Flanke oder so, Friedel ist warm. Wehe. Da ist die Flanke. Oh! Scheiße, du. Oh, ich dachte, Junge. Ich habe schon gesehen, wie frei der ist. Gott sei Dank haben wir 0:0 rausgeholt. Das ist ein Punkt. Wichtiger Punkt. Super wichtiger Punkt. Gegen Union Berlin, die über uns sogar sind, einen Punkt zu holen. Das ist top. Das ist gut. 0:0 ist auch okay. Gute Defensivleistung anscheinend. Am Anfang hat Union Berlin sehr viel rausgerissen, okay? Ja, aber trotzdem, nein, ich bin zufrieden.
Ein Punkt ist top gegen so einen starken Gegner. Ihr wollt auch, dass ich in eine Depression verfalle? Das ist doch nicht wahr. Jetzt kommt Köhn. Ja, ich könnte wirklich... Schneide ich dir jemand Zwiebeln? Ich könnte gerade wirklich heulen, ne? Sogar Derrick Köhn will unbedingt an die Weser wechseln. Ich hoffe, wir können die Leihe in einen dauerhaften Wechsel umwandeln. Ich will! Du hast bei uns tolle Leistung gezeigt. Kann ich das... Jetzt liegt es natürlich an den Verein, sich irgendwie zu einigen, aber ich hoffe, dass es klappt und du dauerhaft bei uns bleibst. Ja, ja! Köhn, richte du es doch ein. Ich will dich haben. Ich kann immer noch nicht auswählen. Das muss ich wirklich sagen. Das ist super schlecht von EA gemacht. Dass die überhaupt das einprogrammiert haben, dass der Spieler sagen möchte, ich möchte unbedingt zu ihnen kommen, dass sogar der Vorstand kommt und sagt so, ja, holen sie den Spieler und sowas. Und es geht einfach nicht, Mann. Das ist doch Schwachsinn, Junge. Da kann man sich nur drüber aufregen, Mann. Ja, ich hätte ihn sehr gerne in der Mannschaft. Wer hätte das gedacht, ne? Köhn möchte auch hier gerne herkommen und so. Ne, ich möchte bitte noch nicht das Ganze hier beenden. Also doch, ich möchte es beenden. Ich möchte diesen Schmerz möchte ich beenden, weil sogar Köhn möchte gerne wechseln. Apropos Wechsel, er hat sich für Leipzig entschieden, er bleibt also in der Bundesliga. Gut, dass er zu Leipzig jetzt wechselt und so, ja gut, kann man von ihm halten, was man möchte. Ne? Also, sieht nicht wirklich gut aus für dich, Gröhlich. Du bist jetzt kein wirklicher Fan-Favorite und jetzt auch noch zu Leipzig, ist jetzt ehrlicherweise auch nicht so der Beste, was er jetzt machen können. Und er bleibt uns aber zumindest, ach, es geht sogar gegen Leipzig gleich ran. Ja, so kann ich ihn am besten sogar einsetzen, oder was? Gröhl verkauft, 7,5 Millionen Euro kriegen wir sogar noch für ihn. Das heißt, sehr gutes Geld, was bei uns in die Kassen reinspült. Und das ist vielleicht dann auch Geld, was wir einsetzen können für Köhn. Also ich kann es ja versuchen, die Leihe dann zu beenden. Am Ende der Saison halt, wie gesagt, und dann ihn halt zu verpflichten. Oder ich muss in der nächsten Saison ihn dann halt eben holen, weil also ich will ihn halt gerne da haben. Das ist halt nun mal so. Also Leipzig hat gerufen, oder besser gesagt, Leipzig hat angerufen. Die wollen Marco Gröhl haben. Und ich kann euch sagen, hier in diesem Spiel spielt Marco Gröhl nicht. Ich habe ihn natürlich nicht eingesetzt und ich habe ihn noch nicht auf der Bank mitgenommen und so. Das wäre es ja noch, dass ich ihn hier einsetze gegen den Dosenclub, gegen seinen späteren Arbeitgeber. Das wäre ja eine absolute bodenlose Frechheit. Also das konnte ich nicht über mein Herz bringen, deswegen habe ich es nicht getan. Warte mal, Obacht, was ist hier los? Pizarro, Mann, das wäre besser, wenn es andersherum gewesen wäre. Pizarro ist eher so der Vorlagenmann bei uns, also hat schon einige Vorlagen für uns geliefert. Oder auch für Marvin Ducksch unter anderem geliefert. Ich glaube, bei Keke Topp hat er auch schon eine Vorlage eben gesetzt. Aber selber Tore schießen kann er irgendwie noch nicht. Pizarro ist noch nicht warm mit der Liga. Hat zwar auch Tore für uns erzielt, so ist nicht, ich glaube, 2 insgesamt. Aber es sind halt auch am Ende des Tages nur 2 Tore bei, ich glaube, insgesamt 18 Einsätzen oder so. Obacht, wieso ist der so frei, André Silva? Wieso war der so frei? Wo war mit die Verteidigung in der Situation? Ich weiß nicht, wo sie waren. Ich habe Westergaard im Spiel mit drin. Ich habe eigentlich keine großen Veränderungen. Ich spiele eigentlich so mit der besten Mannschaft, die wir aufstellen können, was auch die Form der Spieler angeht. Openda zum Schuss, Cetera. Vielleicht nochmal. Mein Gott, Cetera, du bist ein Wahnsinnskerl. Ich knutsch dir die Füße, Junge. Alter, ist das ein Paradenheld. Und jetzt guck mal, wie schnell das bei uns geht. Gut, Marvin Duck schon in Schnelligkeit. Ja, ist jetzt nicht der Schnellste unbedingt. In die Mitte, der ist auf jeden Fall schnell, nämlich Rodriguez, oben jetzt hingelegt, wunderbar auf Schmied, der bringt ihn jetzt nach oben in Richtung von dem Mann. Was? Abseits? Niemals. Ich habe doch extra drauf geachtet. Alter, das muss ja übel close gewesen sein. Ja, sein Knie, weißt du? Ne, wobei so ein bisschen seine Zehenspitzen auch. Oh, wie knapp. Openda, Entschuldigung, hier ist keine Durchfahrt für dich. Baumgartner könnte zurückspielen, vielleicht Westergaard, Stochert, der kriegt's nicht hin und Openda schießt daneben. Wie viel Glück. Ich glaube, das war nicht mal abgefälscht von uns, oder? Hat er einfach nur daneben geboxt? Können wir nochmal eine Wiederholung davon sehen? Ich glaube, der hat wirklich einfach daneben geboxt. Wir kriegen keine Wiederholung. Tatsächlich, da kam keiner von uns dran. Das war Eckfahren-Zielschießen. Das würde Manni Beugmann und Frank Buschmann sagen. Die Grätsche, das könnte rot sein. Linen, was machst du denn auch für einen Quatsch, Alter? Wobei man muss auch sagen, im letzten Moment, ich weiß nicht, wer das ist, André Silva oder so, ist halt auch zum letzten Moment weggegangen und wir sehen, oh Gott sei Dank, nur eine gelbe Karte. Weil der Schiedsrichter hat überhaupt keine Sekunde gezögert, um hier die Pfeife in den Mund zu nehmen. Junge, ich dachte, das wäre eine absolute rote Karte. Hier ekelhaft reingegrätscht. Ich glaube, wir haben ihn sogar verletzt. Der lag danach so ein bisschen auch auf dem Boden. Gott sei Dank, nur eine gelbe Karte, Linen. Das war echt ein bisschen gewaltig, muss ich sagen. Also ein bisschen sehr extrem reingegrätscht. Jetzt hier, Xavi bringt ihn in die Mitte. Westergaard, so wie man es von ihm kennt. Der kommt da dran. Und jetzt machen wir es vielleicht schnell. Oder? Machen wir schnell? Ja, ein Jim mal schnell. Der vergisst den Ball. Junge, Justin, du bist Fußballer, kein Ball. Junge, du musst nicht warten, bis du den Ball vorgelegt bekommst. Du kannst den mitnehmen. Oh, stark, Duxch. Jetzt bitte. Die sind ein bisschen aufgescheucht gerade, aber das ist alles ein bisschen zu langsam leider. Die spielen... Oh, Wahnsinn. Guter Pass auf Pizarro. Kann er sich durchsetzen? Gertruida. Schade. Noch sich das letzte Häschen gezählt, Freunde. Orban. Alter. Wir bedrängen die ja komplett steil ab.
Das, was wir eigentlich gesehen haben gegen wie war das, San Pauli oder so, wo wir ja 3-0 gewonnen hatten. Das war auch super stark von uns gepresst, wo sie auch keine Chance hatten. Jetzt leider doch ein paar Chancen bekommt. Openda mit einem Wahnsinns-Dribbling. Openda vorm Tor. Grätsche geht daneben. Cetera kommt raus und hebt wieder die Flossen hoch. Wert ist mal wieder spektakulär ab. Wir kriegen hier leider nicht noch eine Chance in dem Spiel. Muss ehrlicherweise zugeben, ich glaube, das wird auch gleich die Statistik zeigen. Ich glaube, Leipzig ist am längeren Hebel in dem Spiel. Jo, sowohl offensiv als auch ballbesitztechnisch und so, das ist auf Seiten von Leipzig die bessere, das bessere Spiel, genau. Nein! Jetzt ist es dazu gekommen. Openda rennt durch. Der ist zu schnell für die Innenverteidigung. Deswegen mache ich jetzt schon mal direkt einen Wechsel, obwohl wir jetzt 1-0 hinten liegen in der Verteidigung. Westergaard ist mit seinem, was ist das hier, 32 Tempo. Oh Gott. Der ist nicht schnell genug. Das kriegen wir nicht hin. Aber Pieper, wie schnell bist du? 64 ist auf jeden Fall viel, viel besser. Jetzt auch nicht unbedingt super schnell. Jetzt hätte ich gerne Malatini hier mit dabei. Scheiße, dass ich ihn nicht mitgenommen habe, finde ich ein bisschen schade. Aber der ist auf jeden Fall trotzdem schneller als Westergaard. Wir sehen ganz klar, Openda kann da einfach durchlaufen. Westergaard kommt mit der Geschwindigkeit einfach nicht klar. Deswegen nehme ich ihn jetzt mal raus. Ich bin noch am Zweifeln wegen Pizarro, ehrlicherweise. Nee, ich glaube... Doch, ich lasse ihn noch drin. Damit bin ich noch zufrieden. Ich bin soweit eigentlich auch mit dem gesamten anderen Teamabteil soweit zufrieden. Mittelfeld läuft. Sturm ist auch ganz okay eigentlich. Ja, Verteidigung war jetzt etwas Blödes. Hier zum Beispiel, da kam Westergaard halt null hinterher. Selbst wenn er versucht hat, hier den Mann zu decken und so, das war, haben wir ja gesehen, keine Chance, um da durchzukommen. Und Openda, lustigerweise nur 6 Tore von ihm im Laufe der Saison. Tja, hätte auch mehr sein können, seines Kalibers. Oh, die sind aber auch garstig, die Leipziger, ey. Wahnsinn, dass sie schon wieder einen Angriff kriegen und jetzt mich fast schon zu dritt hier pressen. Boah, stark gemacht von dem Mann. Super Dribbling, super sich dort freigekämpft, Luft bekommen. Machen wir es jetzt schnell. Oh, Alter, Bradley, ich sag ja, die sind super giftig. Und wieso kriegt Duxch jetzt eine gelbe Karte? Wahrscheinlich in alter Duxch-Manier wegen Meckern. Der kriegt eine gelbe Karte, normalerweise nur wegen Meckern. Ja, jetzt muss es auf jeden Fall von uns mehr geben, muss man ganz klar sagen. Pizarro, warte wahrscheinlich, bis Duxch angelaufen. Da ist er! Nein! Komm schon, Pizarro, er wird umgenietet! Schiri! Okay, ich weiß, Pizarro ist einfach in ihn reingelaufen. Aber trotzdem, das funktioniert bei den Gegnern auch immer. Wieso nicht bei uns? Nein! Guck mal, wie giftig die sind! Xavi! Bitte nicht! Scheiße! Scheiße, Leute! Leipzig einfach zu schnell für uns. Und jetzt müssen wir es offensiver machen. Jetzt müssen wir vorne im Abteil Gas geben. Leute, es geht hier um so viel. Das ist der vorletzte Spieltag der Saison. Wir müssen jetzt hier alles reinhauen. So, jetzt geht's richtig los. Wir bringen jetzt einen Isak rein. Ich bringe außerdem Pizarro raus. Kike Top kommt dafür rein. Weiser bringe ich rein. Den Mann macht's gut. Köhn sich ein bisschen weniger auf dem Platz. Der ist aber auch nicht auf seiner prädestinierten Position. Also ich möchte jetzt hier nicht, dass der irgendwie in den Schatten gestellt wird und irgendwie ein schlechtes Licht bekommt oder so. Bei euch auch vielleicht da draußen. Wir wissen, was Köhn kann. Der spielt halt nicht auf seiner prädestinierten Position. Das ist jetzt einfach meine Ausrede dafür. Und jetzt... Ah, nicht so, Leute! Müsst ihr jetzt keine Angst bekommen. Wir haben hier noch die Möglichkeit, durchzulaufen, ja? Wir haben hier noch die Möglichkeit, etwas rauszuholen. 70. Minute. Es gibt hier noch einiges zu spielen. Wenn wir uns konzentriert dranhalten, dann wird das vielleicht auch was. Nein, Šeško, Openda! Latte! Und schon wieder Nachschussmöglichkeit. David Raum kommt. Spielt vielleicht in die Mitte. Ja, ey, Wahnsinn, was Leipzig hier in dem Spiel macht. Wow, die sind richtig gut drauf. Die drehen komplett am Rad. Xavi, der Torschütze zum 2-0. Vielleicht der Vorlagengeber, hoffentlich nicht. Jetzt ist nicht mehr Westergaard da. Der gut abwehren kann. Nein! Boah! Ach du Scheiße! Was macht ihr denn? Konzentriert euch gefälligst. Kurz vor Ende der Saison, Leute. Alter! Was ist denn los? Nee, Šeško. Šeško, du warst auch mal bei Bremen. Dankeschön. Also eine andere Karriere von uns. Mein Gott, ey. Ganz oben, Jinma. Schaffst du das? Isak, geiler Pass. Jetzt, das muss schnell gehen. Da darf Leipzig nicht hinterherkommen. Wir dürfen denen keine Zeit geben, hier zu recovern. Bitte! Nachschuss! Nein. Egal, wir haben im Mittelfeld super viel Platz. Wenn wir das jetzt ausspielen können. Isak bekommt den Platz, sage ich ja. Isak? Ja, hoch, jawohl, da ist Duxch, Duxch, das ist doch nicht wahr. Henrichs, ran an die Buletten. Ja, Fehlpass stark. Schmied direkt weitergelegt. Ist das abseits? Ich weiß nicht. Kicke Top, niemand wedelt mit der Fahne. Kicke, nicht mal einen Eckball gibt es. Ich hätte in die Mitte spielen sollen, scheiße. Jetzt geht alles nach vorne. Guck mal, wie krass wir jetzt am Pressen sind. Müssen wir auch. Starklin. Aber leider, Quäntchen Pech wieder gehabt. Geht nicht an unsere Füße. Jawohl, Pieper. Jawohl, Pieper. Wie, das war ein Foul. Am Arsch. Das war doch kein Foul. Welcher, gelb. Ja. Okay. Gut. Ich trinke lieber Monster Energy als Red Bull. Ja, dann ist es halt so.
Was will der Schiedsrichter jetzt machen? Mich verwarnen? Auf der Bank oder was? Die sind doch gekauft! Xavi, Gott, nee, Gott, nein, Gott, nein! Gott sei Dank, besser gesagt. Komm, wir haben noch die Möglichkeit. Nach vorne, Leute. Wir machen jetzt super offensiv. Los geht's. Nicht prädestinierter Flügelspiel, doch da oben. Ich sehe einen Jinma. Das ist nicht ein Jinma, das ist Marvin Ducksch. Was macht ihr denn, ihr Flaschen? Ihr müsst doch die richtigen Spieler anpeilen. Nein! Etc. Machen wir schnell. Unten auf Schmied. Starkes Dribbling, Romano. So lieben wir dich. Tja! Ja, wir kommen noch ran. Fenster läuft, Talk weg! Habt ihr das gesehen? Der ist weg vom Ball gelaufen. Du Nulpe. Ja, jetzt haben wir keine Zeit mehr. Na, ja, Ergebniskosmetik geht auch nicht. Ach, verdammt ich doch eins. Da war echt was drin am Ende. Aber wir waren einfach viel zu aufgeschreckt. Vielleicht sind wir ja nervös. Vielleicht wird es ja ein bisschen zu krass für uns. Wir gehen Richtung Europa und so. Und wir haben da echt gerade mit zu kämpfen. Auch vielleicht im Kopf und so. Dass wir alle zu nervös werden. Ich weiß es nicht. Nun ist es soweit. Das große Finale unserer ersten Saison hier in der Werder Bremen-Karriere. Und das ist die Tabelle, bevor wir reingehen in den 34. Spieltag. Und ihr seht schon, das ist schon ganz schön spannend. Übrigens, herzlichen Glückwunsch an alle Borussia Dortmund-Fans da draußen. Auch an den Club selbst. Sie haben es geschafft. Sie sind deutscher Meister jetzt hier im Jahr wieder geworden. Krasse Leistung auf jeden Fall, mit einer sehr starken Mannschaft, darf man auf jeden Fall hier nicht unterschätzen. Das Krasse ist übrigens, Leipzig hat immer noch die Möglichkeit, Vizemeister hier zu werden. Ich hoffe natürlich nicht, ne? Aber es kann theoretisch passieren gegen Bayern München, je nachdem, gegen wen sie rangehen müssen. Eine Top-Saison bisher von Union Berlin. Aber jetzt gehen wir mal auf das Wichtigere, und zwar auf unsere, ja, ich bin jetzt sehr egoistisch und sage, dass wir wichtiger sind, aber das sind wir auch. Wir spielen ja hier in der Werder Bremen-Karriere, Leute. Und ihr seht, wir sind auf Platz Nummer 8. Auf Platz Nummer 6 ist uns ein Conference League-Platz gesichert. Auf Platz Nummer 7 müsste das mit dem DFB-Pokal wieder zusammenhängen. Da im DFB-Pokal, ich glaube, Union Berlin und Bayern drin sind, müsste, glaube ich, Platz 7 damit automatisch auch die Möglichkeit haben, Conference League eben zu spielen. Das ist ja unser Ziel. Wir wollen natürlich gerne in die Conference League rein. Wenn ich mir anschaue, Leverkusen muss ran gegen Platz Nummer 11, Mainz 05. Das kann Leverkusen schaffen, hier einen Sieg rauszuholen. Und ich sehe, dass VfB Stuttgart, habe ich sie übersehen? Nee, VfB Stuttgart hat ein hartes Los gegen RB Leipzig, die momentan super gut drauf sind, die allesamt auf jeden Fall drauf sind, hier die Vizemeisterschaft eben an sich zu reißen. Deswegen glaube ich, dass vor allen Dingen noch Heimspiel, also klar, für die 50 Fans oder so vielleicht, ne, wenn man da die Aktionäre auch noch mit dazu zählt von Red Bull und so, sind vielleicht 50 Leute, aber trotzdem, heimeigenes Stadion kennen sie zumindest wegen Training und so. Ja, dann ist das, glaube ich, ein Vorteil auf jeden Fall für Leipzig da gegen Stuttgart. Darauf müssen wir zumindest hoffen, weil es würde auch reichen, wenn sie nur ein Unentschieden spielen. Wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Gegen Heidenheim geht es ran. Heidenheim ist ein bisschen weiter unten auf Platz Nummer 14. So wie es übrigens hier unten gerade so aussieht, ist Holstein Kiel Safe Call abgestiegen. Bochum hat auch die Möglichkeit hochzugehen. Ist aber super unwahrscheinlich, weil wenn sie Punkte gleich sind mit Augsburg, ihr seht schon, die Tordifferenz, das sieht nicht wirklich rosig aus auf dem Garten von Bochum. Und St. Pauli kämpft da eigentlich dann quasi gegen Augsburg gerade. Augsburg hat aber ein sehr schweres Los, die müssen ran gegen Union Berlin. Und jetzt kommt's, St. Pauli muss gegen Bochum. Wow, kranke Spiele auf jeden Fall. Wahnsinn. Also für mich muss ich sagen, wäre extremst krass, wenn St. Pauli in der Bundesliga hier bleibt in der Karriere. Und der HSV, der ist ja eigentlich safe aufgestiegen von der zweiten Liga. Wir haben uns das ja schon mehrfach angeschaut. Und das wäre ehrlicherweise, also ich bin natürlich, ihr wisst ja, absolut kein HSV-Sympathisant, obviously. Aber was ich sehr krass dann fände, ist, St. Pauli, Werder Bremen und der HSV in einer Liga, das würde ich richtig fühlen, muss ich sagen. Das wäre, ich glaube auch so fanmäßig und so, wird das richtige Knaller halt eben geben. Aber ja, erstmal müssen wir uns halt eben beweisen gegen Heidenheim, ne? Also ein Sieg muss her und das gegen Heidenheim. Ich glaube, unsere Chancen stehen eigentlich ziemlich gut im Vergleich zu den anderen Vereinen. Zumindest auf Seiten von Stuttgart steht es auf jeden Fall besser für uns, dass wir hier einen Sieg holen, als dass sie einen Sieg eben holen. Aber trotzdem, ich will jetzt hier nicht Heidenheim schlecht reden. Gerade im Real Life wissen wir, wozu diese Mannschaft eigentlich gut ist und dass die auf jeden Fall Qualität will. Junge, ich dachte, der saust jetzt so hart in den Winkel, dass wir ein neues Netz aufspannen müssen. Alter, war da eine Wucht hinter und ich dachte, der geht so rein. Ja, es ist Boah, wie super knapp war es trotzdem. Nach 3 Minuten mal direkt hier ein Zeichen gesetzt und so. Das ist auf jeden Fall, wie ich finde, hier heute ein sehr, sehr krasses Spiel insgesamt. Ich glaube, die gesamte Fußballwelt ist gerade momentan ziemlich begeistert von der Bundesliga. Oben geht es ein bisschen zur Sache, leider nicht um die Meisterschaft, das wäre nochmal super spannend gewesen, aber zumindest was so die Vizemeisterschaft angeht. Unten auch vor allen Dingen um die Abstiegsplätze mit St. Pauli wieder spielt, da so läuft es sehr krass. Was bei uns passiert, ist auch super krass. Ich dachte, der wäre drin, ey. Diesmal aber wirklich. Weil der ist von einem Pfosten abgeprallt. Boah, der hat sich weggecurved. Ich glaub es nicht. Ducksch, Alter. Der dreht jetzt komplett am Rad. Ducksch hat hier richtig Bock, hier heute mal ein richtiges Torfestival zu starten. Er wird belohnt. Da ist das Ding. Heidenheim
total tot. Vielleicht, weil es für die um nichts mehr geht. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Die sind auch null energisch, uns irgendwie anzugreifen, habe ich so das Gefühl. Als würden sie einfach wie eine Statue dastehen und uns machen lassen. Guck mal, Duxch wurde da überhaupt nicht vom Innenverteidiger bedrängt. Der brauchte nicht mal eine Ballrolle machen, gar nichts. Schießt einfach rein. Ich glaube, Kevin Müller ist das da im Tor. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Der sieht so ein bisschen so aus wie Kevin Müller. Der kommt da auch nicht ran. Ich weiß nicht, was los ist. Heidenheim möchte uns gewinnen lassen. Vielleicht haben sie ja alle einen Wettschein bei Tipico oder so auf uns. Ich weiß ja nicht, weil für die geht es ja halt eben um nichts mehr. Also wenn ich Fußballspieler wäre oder sowas, also falls ich mal irgendwann im Fußball dabei sein sollte, schneidet das auf jeden Fall raus. Wenn ich im Fußball irgendwo wäre, ich würde das ausnutzen, um bei Tipico jetzt Kohle zu machen. Wie gut ist deren Freistoßschütze? Ich weiß nicht, wer das ist. Dorsch vielleicht oder so? Ich kann es gar nicht sagen, wer da bei denen... Ja, Dorsch! Okay, tschüss. Da wär's mal besser im Wasser geblieben, Dorsch. Also irgendwie, das ist nicht wirklich was gewesen. Sehr umkämpfter Spiel bisher. 42. Minute, wir gehen gleich fast in die Pause, halt eben rein. Und es ist nicht viel passiert seit dem 1-0, seit der letzten großen Chance eigentlich. Seit dem letzten Freistoß, könnte man schon sagen, ist nicht so wirklich viel passiert. Jetzt mal von uns wieder eine Möglichkeit, hier etwas durchzusetzen. Mit Romano Schmid, der kriegt eine Top-Position. Leute. Wir sind auf einmal richtig gut drauf wieder. Freut mich sehr, dass bei so einem sonnigen Wetter, wie wir es ja hier sehen können im Heidenheim Stadion, dass wir so viel Bock haben, dieses Spiel auch zu absolvieren und die Gegner hier auch zu besiegen. Weil wir wollen alle Europa spielen. Ich weiß nicht ganz genau, ob es dem Team halt gut tut. Wir können uns vielleicht noch daran erinnern, EAFC 24 war es, glaube ich, wo wir auch Europa spielen wollten. Und da hatten wir schon zu kämpfen mit der Doppelbelastung durch den DFB-Pokal. Oh, grober Fehler. Ach, schade, Teuerkauf hat aufgepasst. Da haben wir auch schon gesehen, dass so eine Doppelbelastung unserer Mannschaft schon nicht gut getan hat. Das war ein FIFA 12, genau. Und da wollten wir auch international spielen. Das war dann eigentlich keine gute Idee, weil wir hatten keine Mannschaft dafür gehabt. Weil die Kräfte, die dann hinten gewartet haben auf Bank- und Reserveseite, die waren nicht gut genug, um international zu spielen im Notfall. Und ich weiß nicht ganz genau, wie das halt eben hier laufen wird. Wir haben zwar einige Spieler mittlerweile wieder auf den Reserven unterwegs, so ist ja eben nicht. Also falls da irgendwas passieren sollte, erschöpfungstechnisch oder so, sind wir gut aufgestellt. Aber ob wir eine Mannschaft haben, die international spielt, kann. Nicht, wenn man solche Chancen vergibt, Marvin. Solche Chancen muss man dann eben auch aufs Tor bringen. Guck mal, wie frei du da stehst. Meinetwegen nimmst du sie mit der Brust an und dann direkt schnell, weißt du, mit so einem schönen Volley oder so rankicken. Aber nicht so, dass Müller einfach nur hinters Tor greifen muss und den Ball mitnimmt. Oh, wir führen nur mit 1-0. Ein Ausgleich wäre katastrophal. Nicht mit unserem El Capitano. Wisst ihr was? 68. Minute. Wir wechseln nochmal durch. Nicht das Spiel von Rodriguez. Ich glaube aber, der hat eine Vorlage geliefert auf Marvin Duxch. Trotzdem nicht so ganz Präsenz auf dem Platz. Ich überlege sogar, Pizarro da einzusetzen, weil Pizarro ist eigentlich auch ein guter Zehner, ehrlicherweise. Aber ich glaube, Urbanski hat es ein bisschen mehr verdient. Ich pack lieber Urbanski da rein. Wir brauchen jetzt so einen, glaube ich. Und ich glaube, ich mache Linen auch raus, der mir auch nicht super gefällt, und bringe Alvero halt eben rein. Ich glaube, so ein bisschen mehr Stabilität da auch im Mittelfeld ist nicht schlecht. Linen ist irgendwie nicht wach oder so. Wir haben ihm wohl keinen Kaffee gegeben in der Pause. Als Trainer gebe ich meinen Spielern normalerweise Kaffee oder irgendein Energy oder sowas in der Halbzeitpause, damit sie ein bisschen wach werden. Weil ich ganz genau verstehen kann, wenn es gegen... Oh, guck mal hier. Wenn es gegen solche einfachen Gegner solche Chancen hagelt, wollte ich sagen. Ah, Duxch. Am Pass müssen wir noch ein bisschen feilen. Das können wir auf jeden Fall besser. So, Paul Wanner jetzt hier mit Behringer unterwegs. Wie gesagt, es ist hier immer noch nur ein 1-0, auch wenn wir das Spiel hier quasi dominieren, weil Heidenheim eben nicht so viel Möglichkeiten bekommt und auch ein bisschen den Ball öfter vertanzt und sowas, die den Ball auch nicht wirklich effektiv wegkriegen, so wie wir das hier zum Beispiel sehen. Das ist nicht wirklich, guck mal, das ist nicht wirklich Struktur drin, ehrlicherweise. Dürfen wir nicht vergessen, dass wenn sie einen Zug nach vorne machen und so, dann kann das gerne mal klingeln bei uns im Kasten. Das heißt, für uns dann ist wahrscheinlich Traum Europa vorbei. Ich weiß leider nicht, wie es im Spiel gegen Stuttgart aussieht. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit geschaut. Ich sehe oben jetzt Frankfurt und Freiburg. Das ist eigentlich ein Spiel, was mich nicht so sonderlich interessiert, sondern eher was bei Stuttgart halt, wie gesagt, abgeht. Die gegen Leipzig ja, wie gesagt, rangehen müssen. 80. Minute, die Wechsel wurden immer noch nicht vollzogen, by the way. Es ist für mich sogar okay, wenn wir jetzt hier faulen, ehrlicherweise, weil das bringt uns Zeit. Jawohl, das ist gut. Weise am Kämpfen, am Stochern, weißt du, am Fechten oder wie du es nennen möchtest. Und jetzt wechseln wir auch noch mal ein bisschen hier was durch. Wisst ihr was? Ich bringe jetzt Geschwindigkeit wieder in die Innenverteidigung. Wir haben gesehen, dass gegen Leipzig ganz okay ist, deswegen mache ich es hier wieder. Nee, das lasse ich so. Oder Corbani? Ja, Corbani mache ich auch noch rein für Weiser. Dass wir da einen Frischen auf dem Flügel haben. Weil irgendwie, die haben nämlich Bock, da über einen rechten Flügel zu flitzen. Da, wo wir jetzt ja gerade hier den Einwurf halt eben sehen. Und es gefällt mir ehrlicherweise natürlich nicht. Weil dann, ich glaube, die versuchen sich da irgendwie eine Lücke aufzubauen. Oder zumindest eine Lücke da zu suchen. Oh, unser Pressing! Guck mal! Urbanski! Eingewechselt! Urbanski! Alter, ein Raunen ging durchs Stadion. Der hat's versucht. Ja, Linien, ich hab die ausgewechselt und so. Ne? Macht Alvero das nicht so gut oder was? Komm, Duxch.
Eckball geht rein. Wen haben wir da? Da ist Kicke! Der wird umgenietet von Teuerkauf. Hallo! Oder Pieringer war das? Ich weiß jetzt gerade nicht. Jawohl, jawohl. Romano Schmid kämpft um den Ball. Wird sogar fündig. Oben ist Köhn. In der Mitte warten sie, glaube ich, sogar schon. Wir machen es ja vielleicht jetzt mal auf Obanski. Da unten, besser gesagt. Da ist nämlich jetzt Korpani! Junge, die Wucht des Schusses! Das ist doch nicht wahr. Wir kriegen hier gerade nichts rein. Wir haben super viele Chancen. Immerhin haben wir ein Tor. Immerhin steht es nicht 0-0. Ich glaube, dann hätte ich hier das Spiel deinstalliert. Aber guck mal, letzte Minute. Oh Gott, Leute. Obacht! Lass dich nicht austribbeln. Ja, gut. Wow! Hey, mach's doch nicht so spannend. Zetterer, was hast du gefrühstückt, ein Clown? Ey, mach's doch nicht so spannend. Der Keeper von denen ist nicht vorne mit dabei. Das ist eigentlich ein Skandal. Warum ist der Keeper von denen nicht vorne? Jawohl, komm schon, Orbani. Korbani. Klärt den einfach nach vorne, Orbanski. Yes! Okay. Okay. Die Zeichen stehen gut. Jetzt sind wir alle gespannt, Leute. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Wie steht's um Stuttgart? Wie steht's meinetwegen auch um Leverkusen? Ich will jetzt Leverkusen gar nicht aus der Rechnung mit rausnehmen. Weil wenn die gegen Mainz verloren haben, und das kann natürlich passieren, sind wir auch im europäischen Wettbewerb mit dabei. Wir gehen natürlich selbstverständlich hier in das Interview mit rein. Das ist das letzte Interview. Wir sehen, Leverkusen gewinnt und ich habe das andere Spiel nicht gesehen. Ihr wahrscheinlich schon. Ich habe es nicht gesehen. Okay, Leistung vom Weiser. Na, ich bremse den mal lieber. Ne, Leistung herunterspielen. Ja, aber so krass war Weiser gar nicht in dem Spiel, muss ich sagen. Westergaard an der Stelle war auch nicht so ganz da. Wir bremsen den auch mal ein bisschen. Ich habe ihn auch ausgewechselt, weil er halt ein bisschen, ja, von der Geschwindigkeit her nicht so gut. Warum stellt ihr mir Fragen zu Spielern, die nicht so gut auf dem Platz waren? Auch Rodriguez bremse ich jetzt. Danke, Mann, ey. Oh Gott, wie sieht's aus? Wir sind... Okay, wir können noch nicht die Tabelle sehen. Was? Liegt der... Was? Was? Wenn meine Berechnungen stimmen... Was? Wenn meine Berechnungen stimmen, liegt der Wert von SV Werder Bremen bei 197.000 Euro. Da kriegst du nicht mal eine Doppelaushälfte für. Was? Und Heidi schreibt in die Kommentare, davon habe ich geträumt, jetzt ist es Realität. Ja, Heidi, wahrscheinlich, weil du jetzt einfach so einen Baukredit aufnehmen kannst bei deiner Commerzbank, weißt du, und kannst Werder Bremen aufkaufen. Are you fucking kidding me? Was für 197.000 Euro? Okay, weißt du Bescheid. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, wie es halt da jetzt lief, ne? Wo haben wir es jetzt hingeschafft? Werder Bremen Vorstand freut sich. Achso, wir haben es jetzt auf jeden Fall erstmal geschafft, unseren Finanzbericht zu verbessern. Heißt also hier, wir sehen es. 30% haben wir geschafft, beende die Saison, wir haben die Saison noch nicht beendet, aber das müssen wir auch geschafft haben. Wie gesagt, ich will jetzt wissen, auf welchem Platz wir all dem sitzen. Unsere Ziele sind gefährdet, wo denn? Was wollt ihr von mir? Markenpräsenz. Ja gut, das haben wir leider nicht geschafft, auch wenn ich das mit Verteidiger immer noch absolut irrsinnig finde. Übrigens, ich weiß, ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, woran das liegt. Ich finde es immer noch total schwachsinnig, weil wichtiger Spieler heißt nicht ein Schlüsselspieler. Sondern da steht wichtiger Spieler. Sonst hätte man gesagt, verpflichte einen Schlüsselspieler für die erste Mannschaftsposition Verteidiger. Meiner Meinung nach. Wichtiger Spieler. Es gibt ja die Vertragsrolle wichtiger Spieler. Und den habe ich auf jeden Fall erfüllt mit Westergaard. Da gab es auch Leute, die gesagt haben, man muss mindestens eine 75 Stärke bei dem Spieler haben. Wie gesagt, Westergaard hat ja 76, da hat es nicht funktioniert. Deswegen, das finde ich sehr dämlich dann beschrieben vom Spiel. Aber na gut, ich rede eigentlich quasi gegen eine Wand, wenn ich mich versuche, darüber aufzuregen, weil es schaut keiner von EA hier zu. Ja, dann gehen wir mal raus. Und ich weiß nicht, was ist der nächste Plan jetzt? Ich simuliere mal ein bisschen voraus. Ich weiß noch nicht, ob es irgendeinen Unterschied halt eben macht. Wir sehen hier, wir sind... Nein, stopp the count. Halt, Alter, was ging da jetzt gerade ab hier? Irgendwelche Trophäen wurden gezeigt da gerade an der Seite. Tottenham Hotspur gewinnt die Europa League. Und da sehen wir Heung-Min Son übrigens mit gegen Lazio. Ich glaube, im Elfmeterschießen soll das sogar heißen. Da wollen wir gleich reinschauen. Ich möchte hier erstmal... Ach, das kann man dann hier nur nachschauen. Das ist alles... Das finde ich ein bisschen blöd geregelt. Wir sind auf Platz Nummer 7! Über Stuttgart, damit müssten wir Conference League spielen. Damit müssten wir Conference League spielen, wenn meine Rechnungen aufgehen. Bayern München übrigens Vizemeister geworden. Wir gucken uns jetzt die gesamte Tabelle an, weil das heißt jetzt, Union Berlin oder Bayern München haben den DFB-Pokal gewonnen. Beide würden in der Champions League spielen. Das heißt doch eigentlich, soweit ich das noch in Erinnerung habe, dass Platz 7 damit Europa spielen kann. Also müssten wir in der Conference League nächste Saison stecken. Und das würde mich jetzt sehr glücklich gerade stimmen. Ansonsten, wie gesagt, Dortmund hat es geschafft, Union Berlin, wie gesagt, auch Glückwunsch, Champions League, Leverkusen hat es noch hoch geschafft, Gladbach zu verdrängen, das heißt, Gladbach quasi aus der Europa League rausgekegelt, richtig krass, also ich glaube, die Gladbach-Fans sind auf jeden Fall sauer. Wir gucken uns die anderen Wettbewerbe auch an, DFB-Pokal müsste auch absolviert sein, nee, ist noch nicht absolviert, dann würde ich sagen, simulieren wir noch voraus, dann bin ich hier noch nicht fertig, sondern da schauen wir eben nur erst drüber, wenn auch die Spiele gespielt worden sind, wir werden jetzt wahrscheinlich rechts,
Ja, ich habe da gerade ein Final. Ich sehe hier gerade. Ja, wir sehen jetzt hier alles. Entschuldigung. Ja, ist toll. Kovnatski wurde kontaktiert. Was geht denn jetzt hier ab? Ich bin überfordert, Leute. Also, Konzentration. Jetzt wurden wahrscheinlich alle Spiele absolviert. Wahrscheinlich auch Europa League, haben wir schon gesehen. Tottenham, Champions League, aber Conference und so weiter. So, DFB-Pokal sehen wir. Der Sieger ist Bayern München. Ich glaube, damit, wie gesagt, müssten wir auf jeden Fall Conference League spielen. Union Berlin hat es nicht geschafft. Damit Bayern München 2-0, zumindest der Pokalsieger. Relegation wird, glaube ich, noch gespielt. Das ist zwischen Augsburg und Hertha BSC. Stimmt, wir haben uns noch gar nicht unten angeschaut, was da abgeht. Oh, ist das alles hier. Kraut und Rüben, Leute. Es tut mir wirklich schrecklich leid, dass ich hier gerade so nervös bin. Aber ich bin gerade irgendwie extrem gehypt, weil ich mich so sehr auf die nächste Saison freue. St. Pauli hat es tatsächlich rausgeschafft und Augsburg sitzt mittendrin in der Relegation. Bochum und Kiel sind damit abgestiegen. Schade, ehrlicherweise, aber ich bin auch ganz ehrlich mit euch. Ich werde jetzt sehr ruhig sein, weil ich habe nichts gegen Bochum und Holstein Kiel. Aber ich habe da auch nichts wirklich gegen, wenn zum Beispiel... Ja, okay, ich habe doch was dagegen, dass HSV aufsteigt und so. Aber ich habe nichts dagegen, wenn trotzdem Rotation immer da ist mit den Mannschaften. Ich finde es immer ganz cool, wenn auch andere Mannschaften mit dabei sind. Deswegen finde ich es umso schöner zu sehen, dass St. Pauli halt da geblieben ist. Genau, jetzt gehen wir rein in Champions League und da sehen wir, Arsenal gewinnt die Champions League gegen PSG im Finale. 2-1, spannendes Ding, wohl Glückwunsch an die Gunners. Europa League sehen wir, Tottenham Hotspur haben wir schon gesehen gehabt, Spurs gewinnt mit Elfmeterschießen, 4-3. Conference League sehen wir, Chelsea gewinnt gegen Athen, aber auch nur ganz knapp. Wahnsinnsleistung von Athen, die bis ins Finale reingekommen sind. Richtig krass, muss man sagen. Und dann Chelsea einfach eine Nummer zu hoch. Ne? Ich meine, okay, gegen einen Kader zu spielen, der 60 Spieler innehat, ne? Ja gut, da kannst du halt auch mal verlieren. Das war es hier mit den Ligen. Aber natürlich schauen wir eben ganz kurz noch in die anderen Ligen mit rein. Profi-Statistik gucken wir auch noch gleich mit rein, aber erstmal andere Ligen, das geht relativ schnell, denn wir schauen uns jetzt hier die zweite Liga zum Beispiel an und sehen, sowohl Köln als auch der HSV mit dem Direktaufstieg, Hertha BSC haben wir schon gesehen, dass die in der Relegation eben drin stecken, also krass für die, wo ist Schalke? Schalke? Ach da, 7. Platz, Schalke 04, wir haben ja gesehen, die waren zum einen Zeitpunkt mal auf Platz Nummer 13, katastrophal, die haben es jetzt wieder hochgeschafft und abgestiegen sind Ulm, Jahn Regensburg und Preußen Münster muss in der Relegation ran gegen Ingolstadt, Dynamo Dresden leider aufgestiegen, Rot-Weiß Essen ist auch aufgestiegen und wer würde hier rein theoretisch abgestiegen sein, Werl, Stuttgart, Aachen und Dortmund Numero Dos, okay. Ja, wir können uns nochmal eben ganz schnell die anderen Ligen hier anschauen, wie zum Beispiel die Premier League. Der Sieger der Premier League ist Manchester City. Knappes Duell gewesen gegen Liverpool, 2 Punkte nur. Übrigens immer noch Liverpools neues Logo, echt Minus. Ich finde zum Beispiel bei Manchester City finde ich das neue Logo total geil im Vergleich zum alten tatsächlich. Ich weiß, das ist ein Hot-Take, aber bei Liverpool zum Beispiel finde ich das super schade. Das alte Logo fand ich viel besser, aber naja, gut. Damit öffne ich sowieso die Büchse der Pandora. Jeder hat da seine eigene Meinung. League interessiert mich ehrlicherweise nicht, aber wir können ja trotzdem... So, ja, PSG, hooray. Nee, ich will Serie A eigentlich auch nicht nachschauen, sondern natürlich in Espanyol. Was geht in Espanyol? Da sehen wir La Liga EA Sports und da sehen wir Barcelona. Real Madrid nicht mehr auf Platz Nummer 2, Platz Nummer 3 sind die sogar hingerutscht. Wahnsinn. Und Barcelona eigentlich durchgesweept hier. 4 Niederlagen, nur 30 Siege in 38 Spielen, ist echt der Wahnsinn. So, Spielerstatistik. Die Leute, die vielleicht neu auf meinem Kanal sind, ich liebe Statistiken, das habe ich euch schon zigmal erzählt, glaube ich. Und das hier ist jetzt heute auch keine Ausnahme. Ich will mir auch unsere Teamstatistik anschauen, um bei uns im Team nochmal ein bisschen Überblick zu verschaffen. Aber erstmal in der Bundesliga. Harry Kane mit der Trophäe auch absolut verdient mit 29 Toren in der laufenden Saison geschafft. Auf Platz Nummer 2 André Silva, Jonathan Burkhardt auch mit einer Traumsaison, muss man sagen. Für ihn freue ich mich auch, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, jetzt kriegt er auch so ein bisschen das internationale Licht, sodass andere Teams da sehr interessiert vielleicht daran werden, ihn zu verpflichten. Demirovic auch eine krasse Leistung. Maximilian Bayer finde ich eine super Leistung. Ganz am Anfang der Saison war er gar nicht oben zu sehen. Da war Tim Kleindienst eher, glaube ich, auf der Platzierung zu sehen. Ich glaube, der war auch irgendwo zweistellig, was die Platzierung angeht. Muss sich also in den letzten Spielen echt hochgekämpft haben. Essende. Marvin Ducksch hat es hochgeschafft sogar. Mit 15 Toren in 30 Einsätzen. Macht 0,5 Tore in jedem Spiel. Dankeschön. Ja, ich weiß, Mathe war immer mein Lieblingsfach. Ist da noch ein anderer von uns mit drin? Ich glaube nicht. Gibt es da eine große Überraschung? Wir sehen, Musiala ist oben mit dabei. Marmoush ist vielleicht eine Überraschung, wenn man sich das im Real Life anschaut. Mario Götze oben mit dabei, was sehr krass ist. Ansonsten nicht allzu krass. Eggestein ist damit zu sehen, was mich erfreut als Bremen-Fan. Vorlagentechnisch sehen wir Harry Kane immer noch auf ersten Platz. Wahnsinn, Harry Kane, ey.
Scorer-Punkte technisch, also von ihm auch eine Traumsaison. Marvin Ducksch aber auch Scorer-Punkte technisch wahnsinnig gut mit dabei gewesen, auch 5 Vorlagen ihm geliefert. Und wir sehen auch trotzdem Rodriguez auch mit dabei. Also auch wenn er jetzt in den letzten Spielen ein bisschen geschwächelt hat, guck mal, in 14 Einsätzen, 5 Vorlagen. Wenn man das jetzt hochrechnet, so auf das Doppelte, so ungefähr, dann hast du 28 Einsätze, wo die hier oben auch irgendwie so um die Nähe rumschwirren. Hätte er damit sogar 10 Vorlagen, wäre oben mit dabei. Also ganz ehrlich, Rodriguez, wahnsinnig gute Leistung. Und ich weiß, jemand schrieb bei mir auf dem Discord-Server und glaube ich auch in den Kommentaren rein, danke, dass du mir den vorgeschlagen hast, Marcel. Weil Carlos Rodriguez ist auch bei anderen Leuten ja absolut explodiert. Also wenn ihr da draußen eine Karriere macht und ungefähr in dem Stärke, in der Stärkesphäre, sag ich mal, rumschwirrt, wie wir das zum Beispiel tun, also wenn ihr jetzt nicht zum Beispiel Barcelona spielt, ja, holt euch Carlos Rodriguez. Ehrlicherweise ist ein Top-Spieler. So ohne Gegentor, Zetterer! Ey, damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Über Gregor Kobel. Der war die ganze Zeit auf Platz Nummer 2. Klar, wir haben immer 0-0 am Anfang der Saison gespielt und so. Aber wow! Bis zum Ende hin. Der hat auch in jedem zweiten Spiel haben wir zu 0 gespielt. Das ist eine unfassbare Statistik, ehrlicherweise. Heilige, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Michael fucking Zetterer. Göttlich. Rote Karten müssen wir auf jeden Fall auch mit dabei sein. Wir haben ein paar gesammelt. Mainz hat anscheinend gesammelt. Chor muss welcher. Ja, natürlich hat Chor eine rote Karte gesammelt. Klar. Wer denn auch sonst, wenn nicht er. Aber das nur eine ist und so überrascht mich. Ja, Friedl hat sich eine rote Karte eben gegönnt. Ich glaube, hatten wir echt keine andere rote Karte? Ich hätte schwören können. Naja, zumindest gelbe Karten haben wir ein bisschen gesammelt. Harry Kane mit 4 gelben Karten. Das muss ich halt sagen, das ist so ein bisschen blöd, vielleicht ein bisschen an der Simulation. So viele gelbe Karten fallen gar nicht. Also ich glaube, im Laufe einer Saison komplett hast du viele Spieler, die auf jeden Fall 6 gelbe Karten und noch mehr haben. Damit ist Dominic Kor nicht mal angesprochen, sondern allgemein. Und da hast du halt nicht so viele. Deswegen, ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass ich diese ekelhaften Grätschen zwischendurch mache. Aber dann ist meiner Meinung nach ein bisschen realistischer, dass die Spieler auch mal gelbe Karten bekommen. Guck mal, hier zum Beispiel Jens Day sehen wir 4 gelbe Karten. Der Mann hat 4 gelbe Karten eben gesammelt. Und ja, wir haben auch sonst relativ viele gelbe Karten eigentlich auch bekommen. Immer wieder zwischendurch. Ja, so viel zu der Statistik der Bundesliga an sich. Jetzt gehen wir eben ganz kurz rein bei uns in der Mannschaft und schauen uns hier nochmal die Statistik an, wer da so rumgelaufen ist. Ich weiß, bei Köln läuft das Ganze ab. Wir können ihn aber, glaube ich, nee, immer noch nicht verpflichten. Dann wird es, glaube ich, erst in der nächsten Saison was. Ich hoffe, wir kriegen gutes Geld, also nicht gutes Geld für ihn, sondern ich hoffe, wir kriegen ihn günstig, so, weil er vielleicht auch gerne wechseln möchte. Ansonsten, Statistik. Wir gehen rein, Leute. Und zwar gucken wir uns an Einsätze erstmal. Kolke, wie gesagt, verständlicherweise mit 0 Einsätzen unterwegs. Jemand, der vielleicht sogar verkauft wird, wird von euch so ein bisschen gefordert. Die Stimme ist zwar leise, aber ich habe euch ja auch schon erzählt gehabt, so einen Spieler willst du eigentlich auch da haben zur Mentalitätssache. Das ist eigentlich jemand, der will die Leute motivieren, den willst du auch im Training mit dabei haben, ist gut drauf und so. Und du willst ja auch das Teambuilding fördern und ich glaube, deswegen ist der ganz gut. Den muss ich nicht unbedingt verkaufen, ehrlicherweise. Da können wir es ein bisschen realistischer halten. Was wir theoretisch machen könnten, wäre Mio Backhaus zu verleihen und Kolke trotzdem zu behalten, weil Mio Backhaus halt ein super Talent hat, aber eben nicht zu Einsätzen kommt. Das war unser Pokalkeeper. Wobei man auch wieder sagen kann, okay, wenn wir jetzt nächste Saison Conference League spielen, kriegt Backhaus vielleicht so seine Chancen. Über Kolke wäre es vielleicht sogar noch besser. Weiß ich noch nicht. Müsst ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Lasst uns mal drüber unterhalten. Ansonsten, so große Überraschungen sind hier gar nicht, wie ihr schon an den ganzen Spielen halt eben sehen könnt. Ich lasse auch die ganzen anderen Spieler immer mal wieder spielen. Also das mache ich immer sehr gerne. Ich rotiere relativ viel. Das muss man mir einfach lassen als Trainer. Das liegt irgendwie bei mir drin. Ich liebe es einfach, viele Spieler auszuprobieren, alle mal auf dem Platz zu sehen und das auch häufiger. Guckt euch mal Rodriguez an. 14 Einsätze, 3 Tore, 5 Vorlagen ist absolut unglaublich. Mit einer Durchschnittsbewertung von 7,33. Der hat auch in Spielen gespielt, wo wir verloren haben und so. Also unglaublicher Schnitt bei ihm. Auch Hansen hat mich total überzeugt und das sagt auch die Durchschnittsbewertung. Die ist sogar fast so krass wie bei Rodriguez. Also die beiden, auf die freue ich mich extrem. Vielleicht, weil Urbanski bei uns nicht so eingeschlagen ist, wäre es vielleicht an der ratsam, ihn in den nächsten Saison zu verleihen. Schauen wir uns dann auch nochmal an. Aber vielleicht sollten wir ihn dann verleihen und eher auf Hansen, also auf Isak und Rodriguez zu setzen. Alvaro kam auch auf viele Einsätze, hat aber auch nicht die beste Bewertung, muss man sagen. Mal gucken, was wir mit ihm so machen. Grüll ist ja verkauft, den haben wir jetzt gehen lassen Richtung RB Leipzig. Hat auch nicht die besten Leistungen eben erbracht, leider muss man sagen. Kicke Top, von dem bin ich auch ein bisschen negativ überrascht, ehrlicherweise. Schmied nach der Verletzung hat sich top zurückgekämpft, spielt super gut auf dem Flügel. Bin sehr zufrieden mit seiner Leistung. Dem Mann brauche ich, glaube ich, gar nichts zu erzählen. Guck mal, der kommt am Ende sogar auf 30 Einsätze. Der Typ ist so, so gut. Guckt euch mal die Durchschnittsbewertung an. Bei 30 Einsätzen auf 6,78 zu stehen, finde ich, ist sehr, sehr krass. Hat dazu auch geführt, 11 Spiele ohne Gegentore zu liefern, bei 17, die wir hatten in der Bundesliga. Wahnsinnstyp. Pieper hat sehr häufig gespielt übrigens, sehen wir ja hier,
Westergaard wurde ja zum Ende hin auch verpflichtet, aber trotzdem kam Pieper zu vielen Einsätzen. Ich habe ihn ja auch in den Spielen nochmal eingesetzt und so. Guck mal, der kam trotzdem zu denselben Einsätzen wie Friedel. Es hieß nämlich mal, dass ich vielleicht Pieper ein bisschen weniger einsetze als Westergaard. Wir wollten ja Pieper eigentlich auch verkaufen, aber ihr seht schon, der kommt trotzdem zu vielen Einsätzen. Ja, ansonsten, Weiser wird schon ein bisschen alt, habe ich schon gesehen. 31 Jahre alt, wusste ich gar nicht. Auch im Real Life war ich ein bisschen überrascht, dass er 30 mittlerweile schon ist, aber wow. Ja, Stay kam auch zu vielen Einsätzen, obwohl wir dann nur noch Linen eigentlich eingesetzt haben. Aber wie ich finde, eine überrascht schwache Saison irgendwie. Zweikampftechnisch hat mir sehr gut gefallen. Aber dass er kein Tor, keine Vorlage geliefert hat, jetzt von den Freundschaftsspielen drüber hinweg gesehen, finde ich echt überraschend. Marvin Ducksch, eine sehr, sehr interessante Personalie, der anscheinend super gut gespielt hat. Durchschnittsbewertung ist echt top. Hat viele Tore für uns erzielt. Jedes zweite Spiel sozusagen, ja. Jim hat auch viele Tore erzielt. Linen, Dauergast eigentlich auf dem Platz, weil das sehen wir auch schon, weil dann kommt Zetterer, der eigentlich jedes Spiel in der Bundesliga absolviert hat und dann haben wir eigentlich auch schon die Spieler, die am meisten gespielt haben. Also, ich bin ein bisschen überrascht darüber. Guckt euch mal an, welche Spieler von uns am öftesten gespielt haben. Zetterer ist keine Überraschung, Stammkeeper, aber jetzt kommt's. Linen, obwohl ich auf Stay eigentlich am Anfang gesetzt habe, wobei die haben oft Doppel-6, glaube ich, gespielt. Jinma, da habe ich das Gefühl, ich habe ihn echt ziemlich häufig nicht eingesetzt, weil auf dem Flügel gab es ja auch Konkurrenzkampf mit so Namen wie zum Beispiel Grüll, Schmied, als er noch fit war und so. Also das überrascht mich schon, vor allen Dingen in der Zeit, wo wir mit einem Stoßstürmer nur gespielt haben. Auch Duxch kam oft zum Einsatz, obwohl wir Keke Top am Anfang vor allen Dingen sehr häufig eingesetzt haben, weil Duxch eben kein Tor getroffen hat. Also das finde ich schon ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Doch, doch, das finde ich schon echt ein bisschen überraschend. Naja, wie dem auch sei, Leute. Ich würde sagen, ich simuliere jetzt nach vorne. Nee, können wir noch nicht machen. Kovnatski wurde kontaktiert, stimmt. Kovnatski wurde von Angebote anzeigen, bitte. Düsseldorf. Und es wurde direkt angenommen. Wahrscheinlich, ja. Schön! Ey, was ist das für eine... Alter, fühl mich verarscht! Was soll der Scheiß? Die dürfen den Spieler kaufen von uns, der verliehen worden ist. Ich darf Köln nicht holen. Wen wollt ihr flachsen? Ne. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Ich will ihn ja auch verkaufen. Kovnatski hat bei uns keine Chance. Soll halt wieder zurück in zu Düsseldorf. Finde ich voll okay. Aber wieso darf ich dann König holen? Dann ist das ja wohl obviously ein Spielfehler. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Wie gesagt, kann ich mir leben. Dann wechselt er halt. Der hätte eh keine Zukunft bei uns. Ich hätte ihn sowieso gehen lassen. Warte, wieso simuliert der hier nicht vor? Ich will das Transferangebot akzeptieren natürlich, aber kann ich eh nicht. Nicht Cater kaufen, ich bin noch gesund, ey. Da kann ich eh nichts machen. Ach, Mann doch, ey. Und damit sind wir nun jetzt hier am letzten Tag angekommen, bevor wir reingehen können in die zweite Saison unserer Karriere. Ich kann jetzt hier leider noch nicht mehr in den Posteingang reinschauen oder sonstiges. Wir können jetzt noch hier auf Saison beenden klicken und damit die Saison auch beenden. Und das mache ich jetzt auch ganz schnell, weil ich glaube, jetzt gibt es hier nochmal eine letzte Mail vom Bremen-Vorstand. Und wir sehen nämlich, die haben großen Respekt vor uns und sind froh, uns als Trainer da zu haben. Und auch in der nächsten Saison trainieren wir weiter in den SV Werder Bremen. Jetzt können wir also alle wieder durchatmen. Es kam nicht zu einer ekelhaften Entscheidung hier, die uns komplett alle überrascht. Freunde, es freut mich sehr, diese erste Saison mit euch gespielt zu haben. Es war mir eine ganz, ganz große Ehre. Es sind super viele Zuschauer mit reingekommen jetzt wieder bei dem Projekt und so. Ich habe tolle neue Leute kennengelernt und ihr seid alle mega aktiv. Ich lieb's, wie interaktiv auch diese Karriere hier bei uns ist. Ich find's auch so geil, dass ihr alle diese langen Spiele, diese langen Karrieremodis auch so enjoyt, weil das ist ja meine Philosophie. Ich mag das ja nicht, diese kurz geschnittenen 20-Minuten-Parts bei der Karriere zu haben, weil das ist doch absolut nicht genug Zeit, um mit der Mannschaft so ein richtiges Zusammenhaltsgefühl aufzubauen. Da hast du das Gefühl, das ist so eine finde ich persönlich, ich weiß ja auch, dass die erfolgreich sind damit und dass man sich das auch gut anschauen kann, aber ich finde das sehr schade, weil dann hast du einfach meiner Meinung nach nicht genug Zeit in das Team eingesetzt, um dich damit richtig auseinanderzusetzen, sondern ist das wieder mal so eine Karriere. So fühlt sich das dann immer an, weißt du, und die fühlt sich dann irgendwie ein bisschen lieblos an. Für mich, ich kann es zumindest nicht, deswegen liebe ich es, dass ihr das auch so feiert, dass ich hier das Ganze lang mache, weil das ist einfach mein Stil und das gefällt mir ziemlich gut. Schön, dass es euch genauso gefällt da draußen. Zumindest die halt eben hier sind. Ansonsten, Dankeschön für euren Support. Ich weiß das extrem zu schätzen. Ich habe einen Ultra-Abonnenten-Boost dazu bekommen. Mega viele Zuschauer sind da. Wir haben Like-Rekorde gesprengt. Wir haben Kommentar-Rekorde gesprengt. Und ihr hört nicht auf. Ich sehe euch unter jedem Video in den Kommentaren. Da geht mir wirklich ein Herz auf, muss ich sagen. Ich liebe es, mir die Kommentare durchzulesen. Und das motiviert mich. Das sage ich so häufig, weil jedes Mal Rekorde gesprengt werden. Deswegen kann ich auch nicht häufig genug erklären, wie dankbar ich bin, dass ihr alle da seid und mich so krass motiviert, hier das machen zu können. Ich liebe damit mein Hobby umso mehr. Ich liebe es, Videos zu machen, Videospiele dabei auch noch zu spielen, Leute zu unterhalten. Und es macht immer mehr Spaß, wenn ich sehe, dass ihr genauso viel Bock darauf habt und ihr genauso intensiv mit dabei seid und diese Karriere auch so ein bisschen mitentscheidet. Naja,
Leute, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Dann sind wir in der Saison Nummer 2 halt eben da. Fühlt euch alle gedrückt. Bis auf zur nächsten Episode. Tschüss, tschüss. Und machtet allesamt gut.